German and then we talk. No. I'm not gonna let you. Khutbatul Juma on Friday. On Friday. Now, brother, let's talk about the Qur'an. Let's do it. Brother, listen to me. Brother, you have to be... I waited for you 5 hours. Babylon. You said 10 minutes and you did not come back. Babylon, listen to me. Okay. I came back after 10 minutes. Flexa was not here. What is wrong with you? Why you have... Is it good for Christianity to have this kind of adab? Your adab is... Yeah, we told you we're going to have a different life and you did not show up. Okay, Flexa, explain it to him. I was here. I was waiting for you. I will explain. Babylon. I was not there. I was going to pick up the kids and that's why he was not there. All is fine, Babylon. He was not escaping anything. He was not running away or something. It's all fine. It's all fine, brother. There's nothing to run away from. Then, I mean, being honest to myself is no problem. Just Babylon, let me finish one last sentence in German and then I will give you a summary of what I said about this She-Monkey in the English language, okay? And then let me go play PUBG. Okay, also es ist nicht, also ob man jetzt dieser Geschichte Glauben schenkt oder nicht, ist jetzt quasi nichts, etwas, was über deinen Glauben entscheidet, weil es ist nichts vom Propheten, es ist keine Offenbarung, nichts dergleichen. Es ist von auf einen Mann zurückzuführen, aber es ist natürlich kein x-beliebiger Typ, sondern einer von den Tabi'in. So. Wenn ihr mal nachschaut auf cnprz.education, ist eine Seite aus Kalifornien, wie gesagt, Universität in Kalifornien, die beobachtet das Verhalten von Primaten. Und sie sagt, es gibt Primaten, die in polygamen, also das heißt mit mehreren Frauen leben, und Affen, die in monogamen Beziehungen leben. Jetzt pass auf, hier steht, wenn ein Affe eifersüchtig ist, dann fängt er an, sich auf die Brust zu schlagen, mit seinem Schwanz zu wedeln und es kann auch sein, dass er den anderen Affen angreift. Und auch physisch ihn zurückhält. Das ist, wie gesagt, Verhaltensforschung unter Affen, ich sag's dir nur. Und es ist bekannt unter Bonobos und Schimpansen, dass sie anfangen, mit Gegenständen zu werfen, sowie mit Stöcken, Steinen und anderen Objekten. Das heißt, jetzt eine absolut weit hergeholte Geschichte ist es nicht unbedingt, weil es unter Affen tatsächlich Eifersucht gibt. Ob ich jetzt diese Geschichte so bestätige, ich sage euch ernsthaft, ich halte mich da ehrlich gesagt zurück, ich weiß es nicht. Genau. Aber wenn man über so eine Geschichte lacht, die ja sogar wissenschaftlich irgendwie beweisbar ist, dann müsste man erst recht über Geschichten aus der Bibel lachen. Was ich, A'udhu Billah, niemals tun würde. Okay, I will give another summary for Babylon, okay? Darf ich ganz kurz 15 Sekunden vielleicht, weil ich habe vorhin schon danach gefragt gehabt. Schau mal, hier steht explizit aus deinen islamischen Quellen. Guck mal, während der vorislamischen Periode der Unwissenheit sah ich einen Affen, die vor einer Reihe von Affen umgeben war. Sie alle steinigten ihn, weil er illegalen Geschlechtsverkehr begangen hatte. Auch ich habe es zusammen mit ihnen gesteinigt. Sahih al-Bukhari, Band 5, Buch 58, Nummer 188. Das oben Gesagte ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie irrational und albern die islamischen Traditionen sein können. Bitte nimm das nicht als Angriff. Das oben Gesagte zeigt, dass es kein Wunder ist, dass Menschen, die an solchen Märchen glauben, auch an Mohammeds Prophetentum und an den Koran als offenbartes Buch glauben. Habibi, was liest du jetzt? Sprich von dir selber. Und jetzt kommt das Letzte. Ich spreche nicht von mir, du kriegst von mir die Quelle sofort, bitte eine Sekunde nur. Dass er den Propheten sagen hörte, unter meinen Anhängern wird es einige Leute geben, die illegalen Geschlechtsverkehr, das Tragen von Seiden, das Trinken von alkoholischen Getränken und das Gebrauch von Musikinstrumenten als erlaubt betrachten werden. Und es gehört zu dem Hadith, und es werden Leute sein, die an der Seite eines Berges bleiben werden und am Abend wird ihr Hirte mit ihren Schafen zu ihnen kommen und sie um etwas bitten. Aber sie werden zu ihm sagen, kehre morgen zu uns zurück, Allah wird sie in der Nacht verrichten und den Berg auf sie fallen lassen und er wird sie in Affen und Schweine verwandeln und sie werden es bleiben bis zum Tag der Auferstehung. Sahih al-Bukhari, Band 7, Buch 69, Nummer 494V. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass Allah die Juden in Affen und Schweine verwandelt und danach diese Steinigung erst stattfindet. Das, was quasi jüdische Affen sind. Ja, okay, das ist Steinigen. Rudi, du musst ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt tatsächlich einen Koran-Test. Bruder, das sind deine Quellen. Baby, lass ihn bitte kurz ausreden, bitte. Also, bitte, ganz kurz. Es stimmt tatsächlich, es gibt tatsächlich Es gibt tatsächlich einen Koranvers, wo Allah das beschreibt, aber er sagt nicht alle Juden, sondern er sagt, es gab einen Teil der Volk der Juden. Und ich weiß nicht, ob du recht hast, auch mit den Christen, dass das wirklich passiert ist, dass Allah sie zu Tieren gemacht hat. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Das war ein Teil, wir wissen nicht, wann das war. War das vor Millionen Jahren oder sonst etwas, dass Allah Menschen zu Tiere gemacht hat. Das stimmt tatsächlich. Das heißt aber nicht, dass das alle Lebewesen sind, sondern ein Teil der Lebewesen. Wieder, wer darüber lacht, als Atheist kann man gerne darüber lachen, aber wenn du als Christ darüber lachst, dann wirst du gegen deine eigene Religion schießen, weil du wirst im Christentum genauso Geschichten finden, die für dich unglaubwürdig sind. Und deswegen sage ich immer, als Christ kannst du diese Argumente nicht bringen. Du schießt gegen deine eigene Religion und du wirst deine eigenen Menschen, vertrau mir, deine eigenen Anhänger, wirst du dazu bringen, dass sie anfangen, über deine Religion zu lachen. Ich gebe euch mal ein gutes Beispiel. Ich hatte mal einen Christen im Live. Der hat gesagt, er wäre gegen Moses in den Krieg gezogen. Also als Moses diese Kriege gemacht hat, da schaust du Flexa. Könnt ihr auf meinem Kanal nachschauen. Wieso? Ja, das ist ja die Sache. Weil er sagt, Bruder, das, was Moses da gemacht hat, ist für mich unmoralisch. Er hat ja genau diese Informationen bekommen und hat gesagt, am Ende des Tages wäre er gegen Moses in den Krieg gezogen. Und ich habe gesagt, Brudi, das ergibt keinen Sinn. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus, ich ziehe gegen Moses in den Krieg. Okay. Von daher, ganz kurz. Genau. Ja. Ich muss eine sehr wichtige Frage stellen, weil wenn man so solche Sachen bringt, was du jetzt gerade gesagt hast, Babylon, can you hear me, my brother? But let me play. Yes. Let me translate it for him to English what I said. If he's happy with it, okay, I go think ahead. He's not happy with it. Okay, Babylon, can you hear me? Sag's auf Arabisch zu Babylon. We was talking Arabic. Arabic is better. There can good Arabic. Yeah, but Arabic is not for me not so good like English. English is better for me like Arabic. But I can also talk Arabic. How he wants. Du kannst Arabisch. Natürlich kann ich Arabisch, aber ist nicht meine Muttersprache. Aber ich kann Arabisch. In Arabisch. Yalla. Arabisch, Arabisch. Okay. Yalla Arabisch. أنت تحسد على هاي القصة عن القردة صح؟ لماذا ضحكت عليها؟ يعني شو فيها إلى قريب في هاي القصة؟ شو إلى قريب في هاي القصة؟ هسه أنت لازم تنطيني اللي قلت هذا اللي حكيته كاليفورنيا ما أعرف شنو قلت كله أنطيني إياه. شوف كاليفورنيا CNPRC شايفتها؟ CNPRC انت عارف في قردة عندهم بس زوجة واحدة وإذا يأتي قردة أخرى وهو يجرب يأتي إلى هاي القردة هو يبدأ أن يرمي أشياء مكتوب هناك في هم أنا مش عارف اللغة في العربية شمبانزي في اللغة العربية لا أعرف اللغة هاي الكلمة في اللغة العربية حبيبي أنت ما تعرف اللغة العربية ما تعرف اللغة العربية يعني ما تعرف لا أنا ولدت في ألمانيا سامح لي أنا ولدت في ألمانيا أتكلم شوي اللغة العربية ولكن هي ضعيفة أنا أعرف وبجرب يوم ليوم أدرس أكثر وأكثر let's make it okay guys he doesn't speak very good well Arabic so let's do it in English okay we start from English no problem أنت ما بتفهم علي شو ما فهمت مني هلا Okay, one question, Babylon, I have a question. Are they in the Bible flying horses and flying animals? Yeah. Again, what, Babylon? No. There are no? No, if you find me one, let me know. Teach me, please. Okay, wait. No problem. So why are we jumping from monkey to flying horses now? No. I didn't get anything from the donkeys, monkeys, now we're flying horses? Yes, I explained it to them like that. This is not like... So why are people laughing on this? First, this is of course not from the Prophet, it's from Ibn Maimun, you know that. But the problem is if I laugh at this... What's from Ibn Maimuna? What's the flying donkey? No. This story about the donkey and the stoning. And I said to them, it doesn't make any sense from a Christian perspective to laugh at those stories just because you don't believe in them. Even though I said it's totally fine for someone to question this story, as it's not from the Prophet, it's not from the Sahaba, and it's rather from someone from the Tabi'in, it's fully understandable to question this story. I mean, from a scientific person, it isn't that you can laugh on it, because you have really monkeys. Okay, just 1 second. You have really monkeys who only live with one wife, and if you attack this wife or do something with this wife, he will start fighting you. So it's not something really unscientific. But you have a lot of things which are in Christianity, which are, I will say, unscientific. So if you now we're talking about monkeys. Why jump into Christianity and not scientific and a lot? Stick to one topic. The reason why do you laugh at this story, Babylon? Listen. Khutbatul Juma on Friday. Not with me, not today. So we stick to the monkey. We finish the monkey. We jump to something else. Now you're not right about that monkey. Why? Other monkeys, different kind of monkeys, they don't have the same attribute. They don't care about my wife, not my wife, one wife, two wives. They don't care. So that doesn't apply. Now the question is, why the monkeys stoned that she monkey? Where did they get that stoning from? Okay, like I said, from Quran. Let me finish. From Quran. You have a Quranic verse saying every nation will have his own prophet from his own prophet with his own language. So the monkeys should have their own prophet with their own monkey. That means they have their own Sharia law, basically laws, right? So the stoning comes from that. That's from Allah. In the Quran, that's how we see it, right? But which of the Mufassirun said that with nation is meant also animals? Which of the Mufassirun said that? So you believe the Mufassirun or you believe Allah, the Quran? Okay, from where? Also if I say about each community, then. If I say each community, of course someone can say also animals have communities, but it doesn't mean that with community it must be also meant the animals. Also it's also in the German language. Wenn ihr im Deutschen sagt, jede Gruppe, dann kann ich mit Gruppe natürlich Menschen meinen, aber ich kann auch damit Tiere meinen. Ich meine, dass man jetzt sagt, ich weiß, was damit gemeint ist, ist natürlich weit hergeholt. Not group. Nation, yes. nation, Ummah. Yeah. And you say Ummah. Okay. Nation. Okay. Not group. Okay. If and is meant here also the animals, it would be totally fine with me. Just say me which of the Mufassirun said that. I don't care Mufassirun. I take the word of Allah. I don't care Mufassirun. Quran, brother, Quran, number one. If I give you a Mufassirun or Hadith, you're gonna go to the Quran and you say that goes against the Quran. I'm taking the Quran, not the Hadith. Well, I'm giving you Quran and you want Mufassirun. What's wrong with you? Okay, I will tell you. For me, I will trust the people who studied the Islamic resources and the Arabic language. So if they say this is meant also the animals, they had prophets, wallahi, I will say, okay, khalas. If only one Mufassir says it and the other doesn't say it, then I say, okay, maybe there's a big doubt. So Allah is not enough, you need a Mufassir. Allah is not enough, you need a Mufassir. If you say what are the prophets? The prophets came to explain the message. Of course, it is not enough for us just to have the book. We have no. Show me where it says in the Quran the prophet comes down to give you tafsir of the Quran. No way, I guarantee you. Ta'wil al-Hadith. Ta'wil, not tafsir. Ta'wil is recitation. Ta'wil is recitation. It's recitation. Oh my God! Telling you. Yeah. Oh my God. Oh my God. Yeah. It's not tafsir. Tilawa laysa ta'wil. Yeah. This is what you meant, right? Oh my God. This is what you meant, right? Tilawa, laysa ta'wil. Oh, tilawa, okay, yeah, okay. You said to me, I can't speak Arabic. And then you mix up ta'wil and tilawa. No, you don't speak Arabic. Don't worry, you don't speak Arabic. You said it, my Arabic. You said your Arabic is weak. You said it to me. Did I lie? You said ta'wil means tilawa. No. Did I lie? You told me in Arabic, my Arabic is weak. You told me that. Don't go to the back. I said did to you. Did you tell me that my Arabic? Did you ta'wil is recitation? Did you say my Arabic is weak? My Arabic is weak, and even I know those words. So that's embarrassing for you. So no. Tilawa is tilawa. Ta'wil. That we can go further, but show me where it says tafsir. Babylon, I don't like to talk to you. I'm sorry. It's okay. I explained. Oh, you're running. Brother, it's not. It's really uncomfortable. Show me where it says tafsir. Don't run. Show me where it says tafsir. التفسير هو تأويل. ما هو التفسير؟ ما هو التأويل؟ Show me where it says Muhammad did ta'wil. Let's say you say ta'wil. Show me where it says ta'wil or tafsir. Show me. Okay, ta'wil. Show me. From Quran. Show me. Babylon. Yes, sir. My brother, we are in the love of Christ, my brother. Amen. Amen. Amen, amen. Now Hamdi's calling him. Look at this. Yes. Brother, if you want to give me 2 more minutes, I can give you more just look evidence. It up in the Quran to recite it to you. Can you hear me also? If don't recite it to me. Show me, I said. Show me in Arabic. But, okay, no problem. If you want, I can give more evidence. Wait, give me 2 minutes. Let Babylon. Also es ist wirklich anstrengend, mit ihm zu reden. Also er sagt, er hat mich gefragt, wo es im Koran steht, dass man die Erklärungen von einem Propheten braucht. Dann habe ich ihm etwas rezitiert und da steht das Wort. No. Don't give me your speech. No speech. Show me in Arabic. Can I finish just talking? No. And then Wait, Babylon. Let Anas speak. And then he can show you in Arabic, and then you read it in Arabic, and you give him the answer. That is better. Well, okay. Yeah. Leute, alle gemeinsam liken und bitte respektvoll sein, Leute. Ne, ist ganz wichtig, weil ich sehe schon, ich banne immer die Leute eins nach dem anderen, weil sie hier respektlos werden, Leute. Es ist eine ganz normale Unterhaltung, deswegen, Leute, ganz, ganz wichtig. Bitte seid freundlich. Ne, Leute, nicht vergessen, ihr müsst respektvoll sein, ja? Der Anas ist nicht laut. Wo ist er? Ich finde es schön, dass er respektvoll vorgeht. Wait, let me just check where... Because I can't look it up in the app, because then my TikTok live gets stuck, but I show it to you here. I don't know. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. Here it is. If you can see it. Give me the verse. I'll read it from my end. Give me the verse. Okay. This is in Surah Yusuf, Ayah 6. Anas? Yes? Kannst du kannst du bitte nur deine Community sagen, die müssen etwas respektvoller sein, weil das Ding ist, umso mehr sie frech werden, umso mehr müssen wir sie immer eins nach dem anderen bannen, bitte. Ja, es ist halt, ich sag dir ernsthaft, es ist halt mit Babylon ein bisschen giftig. Also ich habe ja schon mit vielen Christen geredet im Laufe meines Lebens und es gibt manche Leute, mit denen kannst du vernünftig reden und mit ihm nicht, weil ich meine, Babylon, er sagt zu mir, also es ist schwer mit ihm, er sagt zu mir, ich soll quasi keine Mufassirun. Mufassirun sind die Gelehrten, die den Koran erklären. Ich soll auf sie nicht hören. Ich soll viel lieber auf ihn hören, statt auf diese Mufassirun. Und das ist natürlich relativ anstrengend, mit so jemandem zu reden, weil was soll ich denn noch erklären? Er sieht sich selber als wahr und er interpretiert den Koran als einzig wahrer und jeder andere islamische Gelehrte hat keine Ahnung. Ich meine, wie soll ich damit so etwas reden? Es ist schwer, damit zu reden. Aber Bruder, du kannst doch trotzdem deine Leute ein bisschen darauf anweisen, damit die sich ein bisschen freundlicher in den Kommentaren geben. Ja, sowieso, aber ich meine, wenn man respektlos mir gegenüber ist, wie er es ist, dann wieso ist er respektlos? Dann würde ich halt sagen, wenn ich jetzt mit Flexa oder mit dem, wie hieß der davor, Ruben, Punisher, guck mal, Anas, ich glaube, das ist ein friedlicheres Gespräch. Sobald ich den Koran zitiere, sagen die Leute, ich bin respektlos. Dois, warte kurz, bitte, warte. Babylon, please, do me one favor. The problem is, Anas wants, if you speak with him, okay, try to be more smooth with him, okay? That means if you're too loud or something, Anas sees it as a attack and the community sees it as an attack. So that means you have to be a little bit more smooth, my brother, and you can bring the nicer words, you understand? Oh, nice. Okay, cry baby. No problem. So, Anas. So, Babylon, look, Babylon. Anas, let's go back to the voice. Let's go back to the voice. Babylon, I'm used to people who talk in a nice manner. You are a Christ, right? Isn't it from Christianity and from Jesus that he talks in a nice manner to people? Show me one verse in the Bible where he talked like you to other people. Show it to me. Later. Now let's talk about the Bible. Show me where Jesus talked to other people like you talk to me. Later. Now let's go back to that verse, please. We were this first because I will not continue talking to you while you are in such an cry like a baby, you say to me. So show me where Jesus is talking, or say, okay, I'm sorry, that was a fault. Two ways. Later. Or I will leave. Okay, leave. Thank you. Anas. Have a good day. You can run. Like Hamdi. No, go ahead. No, you're not going to say anything. Go ahead, run. It's not running. Babylon, we are normal people. We are normal people who talk in a respectful way. I can do it. I talked with so many Christians in my life. Believe me, with so many Christians. Let's talk then. Okay. I talked with Ruben. So many respectful people. If you can't be respectful, why should I waste my time? Okay. You wanna talk? Let's talk. Okay. Then please talk in a nice, respectful way, and we will continue. That's good. For at least 10 minutes, and then I can finally have Anas, my day off from work, okay? Okay, Anas and Babylon, please listen very carefully to me. My ladies and gentlemen, and all to the people who are listening to this channel, Flex aka TV show, please, Babylon, when Anas speaks, give him the time, give Anas the time to speak and finish. Okay. And when Anas, again, when you're finished, please say you're done, so that Babylon can respond to your answer. Okay? Are we fine? Let us be this the last point. The last point is, where does it in the Quran say it needs Tafsir or Ta'wil? Let this be the last point, and then let me go play PUBG. Okay? Yeah, sure. Go ahead. You wanted to say something, Babylon. Bismillah. Okay, Babylon. Not really, but so this verse is talking about who, my brother? This is about Yusuf, but there are many other verses, but it's a general meaning for the prophets. No. You want another verse? You want another verse which is not about Yusuf? You said Muhammad came down to explain. Let me finish. See, I'm talking nicely here. Okay. Okay, great. See, when you cut me off, I can go up higher to put my point in there. It's not to y'all, it's just to put my point. Okay, so okay. When you say, so when you say Muhammad say, it came down to do tafsir, explain the verses. I want to see word to word the way you said it from the Quran, the way you said it. Okay, Muhammad tafsir. This verse you gave. It's about Yusuf, and it's about interpretation of dreams, not tafsir. Okay. Go ahead. Okay. I will take that as a valid point. So the tafsir, you say, so some of the scholars, you can look it up in the tafsir, some of the scholars says this is also meant, so tafsir, the explaining of the what Allah is revealing from Allah. Don't forget to tap. The tafsir, you agree to me, tafsir, Allah reveals and explains through Jibreel those verses, correct? Allah gave to Yusuf to do interpretation of... You want the evidence that Allah also comes with tafsir, so it is not only revelation and rather also tafsir. Okay, can I answer? Yes. Do you want? Thank this you. Is my question. Mm-hmm. Beautiful. Very good, guys. Very good. So, this verse you gave us, Allah gave dreams to Yusuf. Yeah, okay, Yusuf can I finish? Yeah. Anas, sorry. Thank you, Anas. Okay. So sorry. Allah gave dreams to Yusuf. Yusuf take the dreams from Allah and what he's gonna do with them, he's gonna give an interpretation of the dreams to his own people. Okay, no problem. This is about Yusuf, one location, one person, Yusuf, for the Jew people, his own people. You said Muhammad did tafsir of the surah, ayat, whatever you want, the Quran. Show me where it says in the Quran, word to word, where Muhammad gave. Can I finish? Yeah, sorry. Muhammad, he's going to do tafsir of the ayat or the verses in the Quran. Please. Allah doesn't explain it. Allah explained it. Oh, now we're changing. But why all the stories which are the Prophet telling? So the Prophet never tells something from itself, and it's only a revelation which is given to him. So all what the Prophet says to us is a revelation, except where he says this is where we know this is not part of the revelation. But everything is from revelation. How to pray is also teach to him by Jibreel. It's not like Allah says pray, and the Prophet says then okay, I will try to figure out how to pray. Also, Jibreel teaches him. Yeah, it's all everything from Allah. Correct. Are you done? Are you done? Okay. And I will give you now the verse. Ready for the verse? Okay. Are you done? Yes. Okay. All these, I don't care. Jibreel, how to pray, how to wash. It doesn't matter now. I want to see the way you said it. Muhammad doing tafsir of the verses. But not from his hawa, not from himself. You said it. I'm gonna take it upon you to show me. You said it. Muhammad did tafsir. Yes, tafsir. And also Muhammad learned us how to pray, but this is not out of him, what he thinks, what he sees. And it is only from what Allah reveals to him. Why is it so difficult for you to understand? Revelation is not tafsir. Revelation is a message. No, revelation is also tafsir. Revelation is also tafsir. Tafsir is revelation. So why do you have 20,000 billion Mufassirun for one Quran if it's already Allah? Can I finish? Be careful. The tafsir of the Prophet is revelation, not the tafsir of Ibn Kathir. No. Prophet does not do explanation of the book. Prophet take the message from Allah and give it to people. He does not, and he's not allowed to change the message from his own head. Why? Because Allah gives him word to word what to say. He's not doing tafsir. This is big problem. This is what is the hadith? Babylon. What is the hadith? The hadith is more revelation. Now we'll jump into a hadith. Let's a hadith alone, Habibi. Let's go back. I need to see where it says in the Quran, Muhammad did tafsir of the verses, of the ayat, whatever. Please. Okay. I say to you again, Allah reveals word by word. This is the Quran, word by word revelation what Allah said. Okay, try really to concentrate, Babylon, because I think you are not precisely listening to me. We have word by word revelation, and then we have what Jibreel teaches to the Prophet. For example, in the Quran is written pray. Now, how to pray is not precisely written in the Quran. It says usjudu, so prostrate, warfa'u, also verbeugt euch. But it's not precisely said, like, how should I make sujud? So I can make sujud in different ways, right? Like that, with like my hands. How should I make sujud? And this was taught. Not the prophet from his own thoughts, and rather it is teach from Jibreel to our prophet. But Jibreel also, from where he got the knowledge about revelation? From Allah. Now you want the verse, I can give it to you. There are so many verses in the Quran. For example, because also the dreams, what are the dreams in Islam? It's also revelation. So Ta'wil al-Hadith here is also some kind of interpretation of what Allah reveals to us. You want the word tafsir? I give you the word tafsir. In Surah Al-Furqan, for example, it's saying, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ. So the people come to you with no example. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ. So the people, they don't come with you with an example, but we come to you with the truth. What is Al-Haqq? What is the truth? It's the Quran. إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. And with the best explanation, tafsira. Are you done? I am done, yes. If you can answer now, and then I will go, okay? But because accept it or you don't accept it, it's fine for me. It's not acceptable, because I don't see anywhere that Muhammad explained any verse in the Quran. You gave me wahla example here, but we give you the al-Haqq. This is from al-Haqq, is from Allah. Still, Muhammad did not explain it. He did not take the verse and put in detail. You're saying, how did we know how to pray? You know how to pray in the hadith. So you just prove another point that the Quran is not complete. You need the hadith to complete the Quran, but that's another, and that's for another day. I'm not going after you for that. But I want you to show me where Muhammad said in the Quran he's doing tafsir, please. Simple. Es ist really, also jetzt mal ernsthafte Frage. Sorry, really an honest question. The Punisher is, I think, one of the honest people here, because I will ask you now, Punisher. Can you speak English, Punisher? You can speak in English, you can speak in German, it's no problem. No, because he will maybe then get angry. No, it's all kind of fine. Babylon, you stay a little bit, there and let Punisher... did anybody follow our discussion so I can ask one question? Yeah, Punisher. Yeah, Punisher. Punisher, did you follow our discussion? Why were you jumping to another person? Babylon, because I think you don't understand what I'm talking to. So I explained it the 100th time. I said to you, the Prophet doesn't do tafsir from himself. Oh, no. You said in the beginning. Yes, what did I say in the beginning? You said that. I told you to show me. Guys, we have 6 people on the panel. Heard you saying Muhammad did tafsir, and I asked you for the verse. Don't run. Show me the verse. That is not even true. You can search for my sentence where I said that, because most of the Quran is not explained. You don't have a tafsir from most of the verses from the Prophet Muhammad. You have it for some verses, but for most of the verses it is open. Why is it open? Because if the Prophet gives us a tafsir to a verse, then this is a tafsir and end line, no one else. But if you have it open, so you see all the Mufassirun come with different interpretation, and sometimes the interpretation are all unique, and they are sometimes interpretations are all unique, and they are sometimes interpretations are Punisher, ich habe ein Echo bei dir. I'm still waiting. When you said Muhammad give tafsir for the Quran, I don't care if it's some or all. I need to see a verse like you said it. Muhammad give tafsir. I don't need explanation. I don't need explanation. I don't need Babylon, Habib, I don't want to be mean, but it means it shows to me you are not. I'm not mean, and I don't want you to be mean. Okay, stop. Everybody stop. Oh, stop. One Anas, second. Gib mal bitte den Vers. Both of you, Dois, ganz kurz bitte. Anas. Ich verabschiede mich. Ich kann wirklich verstehen, wenn nicht so viele Leute Bock haben, mit ihm zu reden. Mit Punisher kann man, glaube ich, gut reden. Ich glaube, mit dir, Flexa, kann man gut reden. Mit Ruben kann man gut reden. Mit Babylon ergibt das überhaupt keinen Sinn. Er hat gesagt, ich will einen Vers, wo Tafsir drin steht. Dann gebe ich ihm einen Vers. Es reicht ihm nicht. Dann sagt er zu mir, wo steht, dass der Prophet von sich selber aus Tafsir macht? Dann habe ich gesagt, ich habe das nie behauptet. Der Prophet macht ja nicht aus sich selber Tafsir, sondern, also Tafsir ist arabisch, heißt Erklärung. Sondern die Erklärungen, die er gibt, kommen ja nicht aus seinen Gelüsten, sondern kommen okay. Von Allah. Anas, Moment. Guck mal, wir machen das so. Guck mal, wir dürfen nicht durcheinander kommen. Bitte alle stimmt euch, bitte. Aus Respekt, bitte. Tut mir einen Gefallen. Warte kurz. Ich mache jetzt ein letztes Experiment. Dann seht ihr genau, wie Babylon verfährt. Flexer, wie alt bist du? Ich bin 30. Nein. Flexer, guys, don't run. I need to see the verse where Muhammad says he's doing tafsir. Don't run. Okay, let me talk to Flexer. Wait, ich will dir das kurz zeigen. Einfach den Vers, bitte. Ich habe den Vers gegeben, Surah 25. Er sagt einfach, gib mir den Vers. Ich sagte, ich mache jetzt das Experiment, dann verstehst du, was ich meine. Hier wird man verrückt. Wie alt bist du? Moment, du's und stay real. Er soll doch den Vers spielen mit Furkan-Nummer. Okay, ganz kurz, alle ruhig, alle kurz ruhig bitte. So, Anas, stell mir bitte die Frage, weil ich musste meine Brüder kurz stimmen, die sind gerade ein bisschen, alles gut, aus Respekt. Ich spiele jetzt Babylon, ich schwör's dir, ungelogen, ich spiele jetzt Babylon. Flexer, wie alt bist du? 30. Flexer, nicht ausweichen, wie alt bist du? 30. Flexer, du beantwortest mir die Frage nicht. Wie alt bist du? Aber guck mal, er will tiefer in die Materie. Original, das Gespräch seit ungefähr 15 Minuten. Ich kann da nichts machen. Aber guck mal, ich würde einfach sagen, der Anas, der Bruder, der wollte doch sowieso irgendwie Feierabend machen für heute. Ich gebe euch mal den Vers und dann könnt ihr das vielleicht nachschauen, wenn es euch glücklich macht. Aber also, guck mal, Anas, Babylon möchte nur tiefgründiger reingehen und ja, okay, egal. Babylon. Ich finde es ja gut, ich liebe das ja. Can you tell me what he's saying? Flex, can you tell me what he's saying? Okay, lass mich, Anas, okay, das erklären. Ja. So, bitte stummt euch alle, bitte nicht dazwischenreden, Leute. So, Babylon, it's like you asking me how old I am. And I say I'm 30, and you say no, I'm not talking about it. How old are you? And then you say again 30. No, that is what he's trying to explain now, that you are trying to not understand what he is saying. Okay. Let me explain it more clear. He said that Muhammad did tafsir in the Quran. Flex, do you understand that? Explain. Say it again. Please repeat. Sorry, I did not hear you so good. Muhammad, he said that Muhammad did tafsir in the Quran. Okay. I asked him, show me where it says that in the verse, in the Quran. He gave me a verse of tafsir. I told him, wait a minute. This is about Joseph that did an explanation of the dreams. It's not about Muhammad. Okay, about explaining. Let me finish. It's about Joseph doing explanation of the dreams in the Quran to his own people. Okay, no problem. But I want, like he said, Muhammad did tafsir. I want to see a verse, clear cut, Muhammad doing tafsir in the Quran. He jumped to the hadith. I don't care about the hadith. He jumped to the prayer, how we pray, how many times we wash. I don't care about how many times you do it, how you do it. I want to see word to word, the way he said it. Word. Let me finish, please. I want to see, guys, I'm not going to let go. I want to see the same words from his own mouth. Muhammad did tafsir. I need this from the Quran. Anders, auf auszuweichen, zeig ihm die Quellen. Zeig ihm die Quellen, okay, wo das geschrieben steht, und weich nicht aus. Das ist seine Bitte gerade. Okay, this is not about you. Wir warten seit 20 Minuten auf den Vers, bitte. Aber habt ihr mir auf Englisch zugehört? Okay, was ist mit diesem Vers? Also Surah 25, Vers 33. Surah 25, Vers 33. Du kommst, die Menschen kommen zu dir mit keinem einzigen Gleichnis, außer dass wir zu dir mit der Wahrheit kommen, Al-Haqq, und mit der besten Erklärung. Weiterer Vers, Surah 16, Vers 44, kann man auch nehmen. Also Surah 16, Vers 44. Und wir offenbaren zu dir Al-Dhikra. Al-Dhikra wird im Koran referenziert als der Koran selber. Damit du es den Menschen klar machst. Tubayyin, Tafsir, Ta'wil, alles hat im Arabischen die Bedeutung von Erklärung. Und es ist vollkommen sinnlos, darüber jetzt eine Stunde meines Lebens geredet zu haben. Das mit Ruben war ja wenigstens interessant, aber das mit Babylon, über was haben wir geredet? English. They can translate it to you. I'm going to play PUBG. It was nice talking to you. We can talk next time. Oh, you're running. No. Have a nice day. Anas, ich wünsche dir auf jeden Fall, einen schönen Abend, und ich habe eine Frage bekommen von einem Kollegen. Ich weiß nicht, ob du die beantworten möchtest hier. Der ist selber Moslem, er folgt dem Koran, ja, also sogenannt Koranit. Die mögen das nicht, wenn man das sagt. Die Frage ist, wie siehst du Menschen, die nur dem Koran folgen, also Tafsir und Hadith und alles ablehnen, sind sie für dich Kuffar oder nicht? Das ist die wortwörtliche Frage von ihm. Oder es ist halt schwer zu sagen, also was aus meiner Sicht Kuffar sind, spielt ja überhaupt keine Rolle. Ich bin ja einfach nur anders. Ja, aber du sollst ja nicht aus deiner Schrift reden. Du sollst nicht aus deiner Schrift reden, du sollst das reden, was geschrieben steht. Weil es steht geschrieben, die müssen. Bruder, lass ihn mal kurz antworten. Also letztendlich deine Meinung. Ja, aber letztendlich sagt man, er hat ja gefragt, sind sie für dich? Und wenn man die Frage schon so stellt, ist es natürlich so, verstehst du? Also ich möchte nicht nämlich, dass man denkt, ich habe irgendwie eine hohe Stellung. Ich bin ein ganz normaler Muslim. Nein, alles gut. Du bist ein Mensch wie jeder andere, aber aus der Sicht, sage ich mal, du bist ja Sunnite, soweit ich weiß. Pass auf, was ich problematisch sehe, ist, der Koran ist ja überliefert. Es gibt ja Hafs und so weiter, das sind ja alles Lehrer. Ja. He said that Muhammad did tafsir in the Quran. I asked him where. He's got, I'm going to show you. He showed me a verse. It did not say that. Now he brought another verse. He's going to the tafsir. Wal-bayina. Wal-bayina is only God who's going to give the bayina, not Muhammad. All the tafsir comes from Allah, the clear-cut words of Allah, not Muhammad. If Muhammad comes from his own mouth, then you're going against the Quran. Because it says Muhammad, in the Quran, it says he doesn't speak out of his mouth. Allah talks through him. So if Muhammad says whatever he wants, then Allah's not talking. This is shirk. We're done. Flex, Brother, kannst du mir bitte 2 Minuten geben? Guck mal, ich habe extra 25 diesen Vers, den er gesagt hat, habe ich aufgemacht. Bruder, es redet hier nirgendwo davon, dass Mohammed ein Tafsir gibt. Nowhere is talking about Mohammed giving a Tafsir. Guck, ich kann es euch vorlesen. Ich lese es euch extra vor, okay? Yeah. So, yeah. Ich kann es euch extra vorlesen. Hier steht nirgendwo davon, dass Mohammed ein Tafsir gibt. Der Grund, warum der Koran in Etappen herabgesandt wurde, die Widerlegung der Ungläubigen der Bösen. Allah berichtet uns davon, die Einwände von den Ungläubigen erhoben wurden, die Sturheit davon, dass sie die über Dinge sprachen, die sie nicht angingen und sagten. Warum wird der Koran auf einmal offenbart? Das heißt, dass diese offenbart wurde, nicht auf einmal herabgesandt wurde. Die Bücher der Tora, Injil, Sabur antwortete ihnen in Etappen 20 Jahren. Er sagte, es ist nicht im Koran, Teilen. Allah sagt, damit wir nicht euer Herz stärken. Hier steht nirgendwo irgendetwas über das, was er gesagt hat. Und jetzt dafür, dass es da Babylon, that you understanding, the Tafsir Ibn al-Kathir doesn't talk about that, what he has claimed, that Muhammad is giving a Tafsir. Nowhere is talking about that. I know, my brother. I know. I had them. I had him locked up. I'm like a tiger. I'm like a lion. I got him. He was locked. That he knew it. When I said, show me. When I said, show me. Brother, it was a blatant lie. He was done. He was done. He was done. I cooked him. When he said, Muhammad did tafsir in the Quran, what? So Muhammad's words are in the Quran? Allah did not talk in the Quran? Muhammad did? Uh-oh. Problem. No, show me. That's a lie. He cannot show me. He cannot show. And to prove it, he gave me a verse. It talks about Joseph explaining dreams. And he said, no, it's about all prophet. Look how he's jumping like a monkey, like a she-monkey. Brother, if you want, I can open Al-Jalalain, I can open Al-Jalalain, I can open Al-Tutsari, I can open Asbab al-Nusul. Nowhere is talking about Muhammad giving a tafsir. Listen, nowhere. Listen, my brothers. Please, Babylon, save this verse and everything. And do you save it too? Ihr speichert es für morgen. Und damit wird dann konfrontiert, warum er was anderes gesagt hat und warum das jetzt übereinstimmt, was du gesagt hast. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt irgendwas gefälscht ist. We are going to talk about it tomorrow and see what he has to say, because he's not coming now today. So I would say tomorrow or the next couple of few days, and we're gonna have a conversation with him about that. He's gonna jump. Babylon, one second, please. Bruder Flex, guck mal, ich habe alle durchgelesen. Gerade ganz schnell habe ich alle durchgelesen, wo er mir den Vers genannt hat. Al-Jalalain spricht nicht davon. Ibn Kathir spricht nicht davon. Asbabul Nusul spricht nicht davon. Ich wette, um was du willst, wenn ich weitergehe auf Tabari, alle möglichen, die sprechen auch nicht davon. Ich wette mit dir, um was du willst. Kein einziger spricht davon. Kein einziger. Das ist kein Problem. Ganz kurz, wir holen jemanden hoch. Ich glaube, Anas hat eine Anfrage geschickt, aber es ist jetzt nicht mehr wieder, ist jetzt weg. Egal, nicht so schlimm. Dann holen wir mal den Imam hoch. Ich weiß nicht, wir haben einen Imam. Holen wir kurz einen Imam hoch, ganz kurz. Alle kurz, leise, stummen, erstmal. Alle stummen kurz. Brothers, bitte. Brothers, here's a rule. With Babylon. Gottes Segen, Imam. Erstmal, wie geht's dir, mein Lieber? Moment, kleiner Augenblick. Könnt ihr mich jetzt hören? Genau, ich wollte jetzt erstmal sagen, Gottes Segen, wie geht's dir, mein Lieber? Guten Abend euch allen. Mir geht's gut. Bestens, Alhamdulillah. Und selbst? Danke, mir geht's hervorragend, mein Lieber. Ja, womit kann ich dir denn helfen, mein Lieber? Es geht darum, ich habe die letzten Tage immer den Stream von dir gesehen, habe das ein bisschen verfolgt, aber ich habe nicht wirklich zugehört. Habe nur gesehen, dass einige Brüder, also muslimische Brüder, reingekommen sind und haben mit dir über bestimmte Themen gesprochen. Und ich habe das jetzt gerade nochmal gehört, wie Anas gerade versucht hat, mit euch darüber zu reden. Ja. Ich möchte 2 Sachen nur mitgeben. Zuallererst, ich finde es sehr, sehr, also wie du deine Arbeit machst, sehr, sehr gut, sehr, sehr respektvoll, muss man dir wirklich sehr hoch anrechnen. Das sieht man nicht sehr oft, aber du verstehst kein Arabisch, oder? Bruder, nein. Und ich führe auch gar keine Debatten übrigens, ne? Also, ach so, okay. Ich bin nur derjenige, der Fragen stellt. Leute, lasst mich bitte kurz reden. Bitte, bitte, seid respektvoll. Bitte, Leute, bitte, ganz kurz. Ja? Das ist wirklich wichtig. Ja, weil das Ding ist, meine Brüder sind immer richtig so, die sind so stark und wollen gleich Attacke, aber das ist nicht, das wollen wir jetzt nicht. Genau. Und zwar, der Content ist hier, wie gesagt, das ist eine Flex-TV-Show. Ja, ich biete diese Plattform einfach, dass Muslime und Christen sich hier zusammentreffen, dass wir miteinander reden können. Ich habe über die letzten Tage viele Lügen hier gehört, sehr, sehr viele Lügen. Und es gab Momente, wo ich dann schon ein bisschen, sagen wir mal, sauer war, wo ich gesagt habe, nein, Mann, es gibt gewisse Leute, die biete ich meine Plattform nicht mehr an, dass die hier hochkommen. Ja, also gibt auch Leute, die habe ich gesperrt, weil die einfach viel zu viel lügen, das passt nicht. Ich finde es gut, wir haben 1, 2 Moslems gehabt, die hier hochgekommen sind. Und soll ich dir was sagen? Die waren wenigstens ehrlich und haben zugegeben, ja, es steht so drin, ja, es ist so. Und diese Leuten gebe ich meinen Respekt, weil die geben es zu, die lügen da nicht. Und das finde ich gut. Ja, wie gesagt, bei uns in unserer Religion ist es so, wir dürfen nicht wegen dir oder wegen sonst wem dürfen wir nicht lügen. Genau. Unsere Religion ist unsere Religion, das heißt, wir müssen uns an unsere Religion anpassen. Wir müssen... Das stimmt aber wieder nicht. Bitte, wenn ich mit jemandem rede... Leute, seid ruhig, bitte, ganz kurz. Es ist sehr, sehr anstrengend, die ganze Zeit ein Gespräch über live zu reden, wenn jemand die ganze Zeit reinspricht. Deswegen bitte, tu mir kurz den Gefallen. Ich bin gerade zum ersten Mal drin und ich möchte gerade mit diesem Menschen... Also, wie ist dein Name? Flex, Patrick, Flex. Ja. Ja, okay. Es ist immer schwierig, wenn immer jemand dazwischen redet, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon wieder den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Was soll ich sagen? Ja, das ist immer blöd, wenn jemand da rein verlierst du den schnellen Faden. Auf jeden Fall, du wolltest gerade darüber reden, über die Wahrheit zu reden. Genau, richtig. Das heißt, unsere Religion ist so wie sie ist. Und wir dürfen nicht nur wegen 1, 2 Personen die Religion verändern, nur weil die Zeit sich verändert, dass wir unsere Religion verändern. Nein, das ist unsere Überzeugung und wenn es jemandem passt, Alhamdulillah. Wenn es ihm nicht passt, Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine kurze Sure im Koran, lakum dinukum waliyadin. Euch euren Glauben und uns unseren Glauben. Jetzt wollte ich nur eine Sache, das fand ich sehr, sehr respektlos, dieser Babylon, jetzt, die haben ja mittags auch oder nachmittags ungefähr auch schon gesprochen. Imam, zünde kein Feuer, der Bruder wird sonst richtig hitzig, egal, erwähne den Namen nicht, Bruder, bitte, ich flehe dich an. Es geht aber wirklich darum, er war sehr, sehr respektlos, er hat auf Arabisch richtig beschimpfende Worte gesagt und das gebührt sich nicht für einen Muslim und auch nicht für einen Christen. In der Religion, Imam, darf ich eine Frage stellen? Leute, warte, wait, guys. Einen Punkt zu Ende bringen, danach kann jeder seine Frage stellen, ist doch kein Problem. Wenn ich dir danach eine Frage stellen kann, das wäre perfekt. Ja, ich hole euch, alles eins am anderen. Vergesst mich nicht auch. Ja, ist kein Problem, inshallah. So, und ganz kurz, Imam. Ja. Leute, ich erwähne das jetzt noch einmal. Leute, es ist ganz wichtig. Guck mal, wenn einer redet, guck mal, Jungs, ich sag das so oft. Ihr wisst, ihr seid alle meine Brüder hier oben. Gar keine Frage. Aber Jungs, ich flehe euch an. Wenn ich euch hier hochnehme, bitte, Jungs, wenn ihr euch stummt und wenn die anderen reden, nicht gleich reinreden, sonst das ist ein Chaos, Leute. Bruder, ich flehe euch an. Bitte, meine Brüder, respektiert mich doch. Lasst den kurz reden. Und dann, stay strong, kannst du Attacke machen, wie du willst. Und dann, Babylon, you can also attack. But Babylon, wait first, okay? Let him speak. And then I need translation. I heard my name, I need translation. Okay, no problem. Also, we can translate. So, Imam, jetzt kannst du. Also, und ich wollte jetzt nur gerade zu dieser Thematik sprechen. Und zwar, Anas, der Bruder Anas, möge Allah ihn belohnen, hat die Beweise geliefert. Wenn die für euch nicht ausreichend sind oder das nicht erklären, dann ist das wirklich euer Problem. Also Tafsir, was bedeutet Tafsir? Tafsir bedeutet Erklärung oder verdeutlichen. Ta'wil, Tafsir ist dasselbe Wort auch. Ta'wil und Tafsir sind zwei verschiedene Wörter, aber sie bedeuten genau dasselbe. Tabayyanu, fatathabbatu, das ist Arabisch, das ist unsere Sprache. Das heißt, wenn ich jetzt zu jemandem sage, gib mir den Ta'wil dieses Verses, gib mir die Erklärung von diesem Vers ist genau dasselbe, wenn ich sage, gib mir den Tafsir von diesem Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ganz kurz, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Translation. Moment. Wait, Babylon. Erst one point and then kannst du inshallah translate. Allah subhanahu wa ta'ala sagt... There's too many points here. I need to answer. Yeah. Wait, Babylon. Wait, my brother. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in mehreren Stellen im Koran, in mehreren Stellen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Koran uns erklären soll. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in vielen, vielen Versen, die sind für uns ausreichend. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Au Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Das sind so viele Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala immer sagt, er hat den Gesandten entsandt. Zu wen? Zu den Analphabeten, zu den Menschen, die nicht lesen und nicht schreiben können, damit er ihnen erklärt, das Buch, und er ihnen alles erklärt. Ja, das subhanallah, das ist mehr als ausreichend für jemanden, der nur ein bisschen Verstand hat. Ja. Und jetzt kann er oder andere Imam dazu antworten, Imam, ja, stellen, ist kein Problem. Bitte schön. Die anderen warten jetzt. Warte, Anas. Kannst du mich einen Satz machen, Bruder, damit ich rausgehen kann? Weil ich mag nur nicht, wenn mir was unterstellt wird. Ich danke dir erstmal, Imam. Ahmad, wer war vorher derjenige, der gesagt hat, ich habe den Fluss vorgelesen, da steht gar nichts drin? Wer war das? Flex, Bruder, ich habe extra nachgefragt. Flex, I need translation from the Imam. Anas, you can wait. I will translate. I don't play PUBG, so let me just finish this. I have for you. I thought you had to go and play. No. If you're gonna talk, I'm gonna talk. Anas, warte bitte. If you're gonna talk, I'm gonna talk. Okay. No, you had your chance. Now I'm talking to the Imam. I need to know what the Imam says. No, but my battery was low. That was why I was kicked. Then I immediately charged it and got now back. Here is the battery. Flex, Brother, ich habe extra nachgefragt, ob ich kurz eine Frage stellen darf. Ja, ich mach deinen Bildschirm groß. Zeig es. Komm, zeig. Ich muss nicht groß sein, Bruder. Ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage an den Imam. Guck mal, du bist die ganze Zeit dabei, hast du gesagt. Du hast gesagt, er hat eine gute Arbeit gemacht. Okay, gut, schön. Respekt, er hat eine schöne Arbeit gemacht. Deiner Meinung nach vielleicht schon, ja, okay. Aber was ist mit den ganzen Beweisen, die ich gebracht habe? Was ist mit den ganzen Quellen, die ich gebracht habe? Obendrauf hast du von Lügen gesprochen. Was ist mit Takiya? Was ist mit Al-Maurid? Was ist mit At-Tawriya? Was ist mit diesen ganzen islamischen Lehren, die in den Rechtsbüchern unter dem Titel aufgeführt sind, unter dem Titel Gutes Benehmen wird aufgeführt, wie man korrekt zu lügen hat. Was ist mit diesen ganzen Punkten? Hast du die einfach, du hast ihm zwar gerade Props gegeben, aber guck mal, die ganzen Beweise, die ich gebracht habe, hast du einfach so beiseite gekickt. Ich habe voll viele Quellen gebracht. Plus, ich frage dich jetzt, wenn du sagst, der Islam ist ehrlich, was ist mit Takiya? Was ist mit Al-Maurid? Was dazwischen sag, oder? Nein, aber ruhig. Alle ruhig, er antwortet jetzt. Es würde mich freuen, wenn du ehrlich bist. Okay, Duis, er antwortet jetzt. Bist du fertig, Duis? Ganz kurz, könnt ihr die Frage zwischenspeichern, damit wir das letzte Thema abschließen, dass man mir nicht unterstellt, ich habe einen falschen Vers gemacht. Ich habe hier nochmal den Vers mit der Erklärung. Das Thema kommt zu Ende. Gleich Anas. Okay. Bitte mit der Ruhe. Weil das Ding ist, meine Brüder hier, die sind sonst am Feuern. Glaub mir, das ganz immer mit der Ruhe. Bruder, ich feuer nicht. Ich hab's gerade nur ganz oberflächlich gehalten. Ich bin nicht tief in die Materie eingegangen. Ich hab's nur oberflächlich gehalten, weil ich wollte nur oberflächlich aus seiner Antwort hören. Okay. Imam, du kannst reden. Okay, Taqiya, ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst. Also, du weißt schon, dass wir Sunniten sind und du weißt ganz genau, dass wir Sunniten nicht lügen dürfen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass unsere Religion, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ist erhaben darüber. Allah braucht keinen einzigen Muslim. Er braucht keinen Menschen. Allah, ich würde jetzt so gern reingehen. Lass ihn bitte reden, Bruder. Das ist voll anstrengend. Ich meine das wirklich ernst. Wir haben alle einen langen Tag hinter uns. Und wir aber ganz kurz, Imam. Leute, wenn ihr ihn dazwischen redet, muss ich euch droppen. Bitte, meine Brüder. Sorry, es tut mir leid, aber er beginnt direkt unaufrichtig, ja? Nein, lass ihn reden. Duis, lass ihn reden, bitte, Bruder. Jetzt Imam, sorry. Man braucht wirklich einen langen Atem. Auf jeden Fall, bei uns in unserer Religion gibt es einen einzigen Hadith, der uns erklärt, in welchen Situationen wir lügen dürfen. Einen einzigen Hadith, wo wir in bestimmten Situationen lügen dürfen. Das ist entweder in einer Kriegssituation, um Menschen zu beschützen, zu bewahren, darf man lügen. In der Ehe, wenn die Frau irgendwas gemacht hat oder keine Ahnung was, darf man lügen. Wenn sie irgendwas gekocht hat, das war zu salzig oder keine Ahnung was, darfst du lügen. Seine Frau ist keine Ahnung was, er darf lügen in dem Fall, damit kein Streit entsteht. Okay, und eine Frage, Imam. Ganz kurz. Der Hadith ist noch nicht mal zu Ende. Und in der dritten Situation, wo man auch lügen darf, wenn zwei Personen Streit haben, um zu schlichten, darf man da etwas lügen, um Frieden zu stiften. Das heißt zum Beispiel, ganz kurz, bitte. Bitte, Translation. Person A. Ich hab kein Wasser. Unfassbar, Digga. Das ist doch unfassbar. Also, wenn hier irgendjemand ein Monkey ist, dann echt er. Das ist doch unfassbar, dass man sich so wenig unter Kontrolle hat. Ich würde gerne auch was sagen, wenn es geht. Gleich. Er ist noch nicht fertig. Leute, bitte, Leute, guck please. Mal, ich hab nur eine Sache an alle jetzt, die hier drin sind. Wir sind doch alle erwachsene Menschen. Jeder kann doch über alles reden, subhanallah. Wir sind doch bereit, wir sind hier. Ihr könnt eure Fragen stellen. Ihr müsst doch nicht die ganze Zeit das alles crashen. Ich verliere den Faden, ich verliere den Hadith und ich weiß gar nicht mehr, worauf ich antworten soll. Der Hadith ist immer noch, also ich habe gesagt, bei der Frau in einem Krieg und wenn zwei Personen Streit haben, Person A und Person B haben sich gestritten. Die haben Blödsinn gemacht. Macht keine Ahnung was, ist doch egal. Du kannst jetzt als dritte Person reinkommen und sagen, ey, er hat damals das und das gesagt, aber ich war letztens bei ihm und er hat trotzdem gut über dich geredet. Er hat gesagt, in der Vergangenheit haben wir uns so gut verstanden und so weiter. Du darfst das sagen, um den Frieden zu stiften. Du darfst aber nicht lügen. Du darfst aber nicht lügen wegen der Religion. Denn Allah ist erhaben darüber, dass du Muslim bist. Allah braucht dich nicht und Allah braucht mich auch nicht. Wir brauchen Allah und deswegen brauche ich nicht diese Religion zu verändern, nur damit Dois oder sonst was damit zufrieden ist. Warum soll ich dich anlügen, damit ich dich in den Islam reinziehe? Nein, ja, aber Allah, du hast doch gerade selber gesagt, dass Lügen erlaubt ist. Durch deine Ausgangssprache ist unser Stream beschränkt jetzt. Du hast etwas gesagt. Ich sehe, dein Name hier steht in Beschränkung, dein Name. Du hast irgendwas Hasserfülles gesagt und jetzt ist unser Stream beschränkt. Was habe ich gesagt? Ich habe gar nichts gesagt. Auf jeden Fall, Stream ist beschränkt wegen dir. Du hast irgendwas, glaube ich, gesagt. Ist jetzt nicht so schlimm, Bruder. Aber bitte, beruhig dich, Bruder. Milena, Moment, Imam. Milena, kannst du bitte das alles, was Imam gesagt hat, bitte dem Babylon übersetzen, dass Babylon was dazu sagen kann. Weil Imam ist ja... Ja, alles gut. Babylon will das verstehen, weil der kann Englisch. I need translation, please. He talked like for an hour. I need to talk for 2 hours now. Yeah, it's a little bit hard to get all the stuff together. But the Imam said that it's you are very disrespectful. It's not right, and it's hard to discuss with you because. It's hard, yeah. The main reason is it's hard to discuss with you. And he said, it's not allowed to lie in the Islam. You can only lie when it's about your life, when you get threatened. This is what way you can. That's a big lie. In Islam, you have permission to lie in 3 to your friends. Okay, oh, he said it. So you're allowed to lie, permission from Allah. Now I need to know the rest. I don't disrespect people. My voice is loud. I made like this. Saddam Hussein told me and taught me to be a man, and I talk like a man. If somebody doesn't like it, they can go away. If you're not a man, don't come face a man. If you want to cry, don't come to Babylon. Okay, Babylon. No, you said no. Jesus is not a man. Jesus never talks to people like that. Anas, I asked you a verse and you did not show it. So now accept it. Imam, I'm talking to your Imam. No. Can you read Arabic? Yeah, give me the verse. Stop running. Imam, okay, Habibi, yeah. Imam, I'm talking respect. Babylon, I'm talking to your Imam. Calm down, Babylon. Calm down. I think Babylon can't speak Arabic. Habibi, Imam, Habibi. حبيبي إمام إمام تحكي عربي تحكي عربي تحكي عربي نعم يلا احكي وياي عربي حبيبي أنس ميوت أنس ميوت ميوت Anas, mute. Eine Sache, da okay, ich habe jetzt gerade gesagt, er ist respektlos gewesen. Imam, Moment, Habibi. Ein Punkt nach dem anderen, Imam, I'm talking to you, Imam, Habibi. I'm respecting you here. Talk to me, man to man. Yeah. Did Muhammad, did Anas, respect your Imam. No, I know you're, like I know, you're a child, I know, play like a child. Now respect your Imam. Okay, Imam Habibi. Anas said that Muhammad did tafsir in the Qur'an. And I asked him to show me where Muhammad said, I, Muhammad, is revelation from Allah. Okay. Can you mute Anas, please? I'm talking to the Imam. Bitte, warte kurz. No, mute him. I will leave. Goodbye. See ya. Bye-bye. Go, thank you. Have a nice day. I'm talking to the Imam. Respect your Imam. Go away. Yalla. Imam, Habibi. Imam, I'm talking to the Imam. I don't need to talk to him. I don't need talking to him. I need to talk to the Imam now. Imam, Babylon, wait. Would you give me the word, please? Just a second, please. Please. Just a second, Babylon, please. Ich würde gerne was zum Imam sagen, weil ich gehe dann auch runter. Weil Imam, das, was du gesagt hast, auch wenn ihr Frauen laut Koran 4,34 schlagen dürft und sie nicht respektiert, werde ich es aber trotzdem als Frau sagen. Und zwar hast du gesagt, ihr dürft nicht lügen und du bist Sunnit. Ja, also glaubst du an die Hadithen? Dann erklär mir bitte die Sahih al-Bukhari Hadith 4037, in dem Mohammed, euer Gesandter, Auftragsmord erteilt, wo er fragt, wer ist bereit, Kaben Bil Ashraf, das war ein Dichter, ein Gegner Mohammeds, zu töten, der Allah und seinen Gesandten verletzt hat. Mit verletzen meint er, weil Kaben al-Ashraf ein Dichter war. Daraufhin hat ein Mohammed bin Maslama zu ihm gesagt, willst du, dass ich ihn analyf mache? Und daraufhin hat euer Prophet gesagt, ja. Und daraufhin hat Mohammed bin Maslama gesagt, dann erlaube mir auch, etwas Falsches zu sagen, also ihn zu täuschen. Und Mohammed hat ja gesagt. So, jetzt kommst bitte du, warum du uns erzählst hier, dass niemand lügen darf, wenn euer Prophet es vorgemacht hat. Sahih al-Bukhari 4037. Aber weißt du, was ich nicht checke? Du kennst doch gar nicht. Das ist eine Kriegssituation, deswegen checke ich auch gar nicht. Aber lass sie doch. Aber du kennst doch. Aber ich verstehe nicht. Das sind doch Menschen mit Gehirn. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich versuche wirklich seit Stunden zu machen. Look. This is Islam. When I talk louder, they cry. Now a woman is talking, and two of them they're talking. Look at this. They cry, yet a woman is talking, and they're both crying. Okay, thank you, Babylon. Imam, you're a man. Talk to me. Die Dame. Anas, you can go away. Jetzt hat der Babylon schon wieder übernommen. Was soll das? Schon wieder talk to me. I asked to show me where Muhammad said I do tafsir. He couldn't do it. Babylon, couldn't do it. Punisher, ist echt anstrengend. It's like I am playing with kids here. We're talking about Quran. Not playing. I don't play. Wait a second, Babylon. Flexa, ich muss sagen, du bist kein guter Moderator, Habibi. Schau mal, Buddy, ich mach das nicht seit einem halben Jahr. Ich mach das nicht seit einem Jahr. Ich mach das seit 2 Jahren. Ich mach das seit ungefähr... Show me the verse! Show me the verse! Wait, Babylon. Okay, wait. Jetzt, Habibi, Anas, Flexa, ich mach das seit 5 Jahren, Bruder. Ich habe noch nie gehabt, dass man so schlecht mit einem Menschen reden kann. Babylon toppt sogar Elia. Und Elia ist durch, Bruder. Babylon ist wirklich bei mir die absolute Nummer 1. Ich will nur eine Sache sagen. Als Moderator, Flexa, als Moderator musst du auch analysieren, dass du sagst, okay, diese Person weiß nicht, wie man diskutiert. Ich meine, sie sagt, wer nicht so auf diese Art und Weise diskutiert, der ist kein Mann. Dann sage ich zu ihm, Bruder, bring mir, wo Jesus so auf diese Art und Weise geredet hat. Also es ergibt einfach für mich keinen Sinn. Wie heißt die Dame, die gerade gesprochen hat? Anas, ihn stört nur eine Sache. Also wenn er... Ich verstehe dich, Anas. Es ist natürlich schwierig, das alles zu moderieren. Ja, es sind viele Leute da. Ja, aber wie gesagt, ich schenke jedem diese Plattform. Deswegen hole ich die Leute hoch. Die können gerne Fragen stellen. Leute, die nicht diskutieren können, Flexa, Habibi. Ja, alles gut. Ich stell die Leute ruhig. Ich werde mit denen Leute alle sprechen. Die kommen runter, alles gut, alles gut. Ich bin ja auch vollkommen cool, wenn ich mal gesagt habe, okay, da hat ein Punkt nicht gepasst, bin ich vollkommen cool. Aber wenn ich wirklich etwas zeige, was genau so ist, wie ich es gesagt habe, und ich werde am Ende ausgelacht, verstehst du, dann ist es für mich einfach sinnlos. Ich zeige es nochmal ganz kurz für die Leute, diesen Vers, den ich zitiert habe. Gleich, warte, Anas, wir kommen wieder vom Ding weg. Moment. Ja, aber lass mich doch das endlich fertig machen. Das ist doch der Ursprung erstmal. Das ist der Ursprung. Lass mich kurz den Vers fertig machen und dann gehen wir zu dieser Skab. I wanna hear what Milena has to say, not you, Anas. No. I want a Milena. Bitte schmeiß Babylon rauf. Bitte schmeiß Babylon rauf. Wait, Babylon. Okay, das war, weil vorher hat jemand gesagt, ich habe den Vers vorgelesen und das hat nichts damit zu tun. Das ist Tafsir al-Tabari, einer der großen Tafsir-Gelehrten. Und hier ist dieser Vers, das heißt, wir kommen mit der besten Erklärung, mit besten Tafsir zu dir. Das ist von Allah. Und jetzt steht, was heißt Tafsir? Das heißt Tafsil, also wer Arabisch kann, der weiß, das heißt quasi etwas ausführlich erklären. Dann sagt ein anderer, das heißt Bayana, das heißt etwas deutlich machen. Also das heißt Erklärung. Wer das nicht akzeptiert, Brudi, verstehst du? Es ist das schwere Flexa. Wer das nicht akzeptiert, dann denke ich mir, wie soll ich weiter diskutieren? Okay. Please read. Mach das mal auf, Anas. Mach das wieder auf, Anas. Go ahead. Babylon, please read it. Please read it for the people in loud. What it's saying here? Put in front of it. Closer. Who's this? Tafsir al-Tabari. I don't care Tafsir al-Tabari. I need Qur'an. Ich geh raus, Leute. Qur'an, Imam, respect yourself. You're Imam. Don't make me come to you. Anas, I need Qur'an. You said Qur'an. I need Qur'an. You said Muhammad did Tafsir and no Qur'an. Ciao. Cry baby. See ya. Bye. Run! Anas Bruder! Ja. Anas Bruder! Imam! Who runs away? It's you who runs away! You said Muhammad did Tafsir in the Quran. I asked you to show me. You couldn't show me. You lost. Have a nice day. You said that. Liar! Imam, I'm talking to Anas. Okay. Anas, you said... Anas, Imam, please. Anas, you said word to word. Imam. Anas, you said word to word. Muhammad did Tafsir in the Quran. I said, show me. You gave me a verse, and it was Yusuf. You said that. Liar. Okay. Liar. Babylon, wait. Yes, sir. Babylon, wait. This is Flex. Did he say Muhammad did Tafsir in the Quran? I asked him, show me. Did he say that, Anas? Yes or no? I know, but wait, guys. That's it. I need to see it. Anas, guck mal, wir machen das so. Das nächste Mal, we're gonna make it very simple. All the people here are gonna wait. I'm gonna bring Anas. I'm gonna bring Babylon, and only those two are gonna discuss. And that's gonna be a very better because when a lot of people are in the channel, it's not gonna work. I don't think it makes any sense to discuss with Babylon. Babylon, I'm not discussing. I discussed since 5 years. It works every time. You said something. You couldn't show it. Habib. It works, Babylon. It works every time. Please, please be open to yourself and say maybe something is wrong with yourself. Show me where it says Muhammad did tafsir in the Quran, please. Okay, explain it 10 times. You don't understand it. Babylon, I'm sorry to say it, you are too stupid to understand. That's the point. Show me in the Quran where he did a tafsir. That is what... okay, what is this? Then explain to me. Dann Flexa, erklär mir, was ist das hier? Ja, genau, so Babylon, zum now. Zum fünften Mal derselbe Vers. Nein, ich habe ihm die ganze Zeit erklärt. Read it. That's what he said, read it. Das ist doch aus dem Koran. This is Tafsir al-Tabari. I don't care, Tafsir al-Tabari. This is Tafsir al-Tabari. I don't care. Show me from the Quran. Give me Quran. Open a Quran. No. Das ist Koran. Give me Quran. Give me Quran. I don't care. Show me Quran. 33. Show me Quran. Bruder, ich bin Koran. Hier steht Leute. Tafsir, aber Tafsir ist das hier alles, was drunter kommt. Der erste Satz ist Koran. I know that. Show me, du weißt es nicht. You don't know that because Quran. Something is wrong with your brain. Also hier steht. Hey, Anas. It's okay. That's Habibi, Punisher. This is what they do. When they lose, they start insulting. Yeah. In my brain, I'm stupid, but still, they couldn't say Muhammad did tafsir. I want to see these words. Babylon, 1 second, please. Look, ganz kurz, Anas, I speak in English. Liebe Leute, hört auf, dazwischen zu reden, sonst ziehe ich euch runter. Guck mal, ich hab's ja extra gezeigt gehabt, weißt du, was ich meine? Guck mal, gib mir mal 1 Sekunde. Guck mal, Anas, you have said yourself in Surah 25, verse 33, Muhammad doing a tafsir. I looked up the verse in the Quran. It's nothing saying that. I looked up in Ibn Kathir. Okay, read the verse. Read the verse in German. Read the verse. I looked up in Ibn Kathir. Nowhere it says that. Für die Deutschen, ich habe in den Koran nachgeschaut. Es sagt nicht das. Ich habe in Ibn Kathir nachgeschaut. Es sagt nicht das. In Al-Jalalain sagt es nicht das. Und ich wette mit dir, wenn ich in Asbabul Nuzul gehe, sagt es nicht das. Wenn ich bei At-Tabari gehe, sagt auch nicht das. Bruder, bitte mach's einfach. Lies mal einfach nur den Vers vor für die Zuschauer. Surah 25, Vers 33. Lies ihn mal laut vor. Mach's jetzt nochmal, während ich da bin. Ich mach's nochmal, während ich da bin. Ich hab's doch vorhin gemacht, wo du rausgegangen bist, Bruder. Da steht deine Antwort drin. Lies doch einfach so. 25 Vers 33. Lies vor. Du bist groß, lies vor, Heide. Bruder, aber wieso sagst du denn zu mir, das steht da nicht drin? Okay, warte, ich mache für euch extra eine deutsche Übersetzung auf. Weil ich schon gezeigt habe. Okay. Warte, komm, ich mache für euch hier auf. Machen und bitte, dass ich gehe. Ich höre, das ist schlimmer als Gefängnis. Gerade so eine Zwischenfrage. Ist das, sage ich mal, hat diese Sure und diese Vers jetzt was mit dem Hadith zu tun, wo ich gefragt habe? Weil ich habe eigentlich am Anfang eine Frage reingeschmissen, Bruder. Ja, und nein, überhaupt nicht, Bruder. Und mit dir macht auch nur das Gespräch Sinn, mit allen anderen ist echt sinnlos. Okay, ihr habt jetzt hier 5 Übersetzungen. 5 Stück. Schauen wir mal. Oh, ist das anstrengend, Digga. Und sie haben dir nichts anderes von den Angelegenheiten gebracht, als das, was wir mit dir mit Gerechtigkeit und der schönsten Interpretation zukommen ließen. Das heißt, Gott gibt ihm die schönste Interpretation. Nächste, schönste Erklärung. Nächste Übersetzung. Schönste Erläuterung. Erläuterung. Erklärung. Wait. Erklärung. Wait, guys, let him finish. Finish, Anas, please, finish. You're done? Das ist Surah 25, Vers 33. Beautiful. Wait, guys, wait. Anas, are you done? Mr. Fertig, but you will ask the same question again. Like, how old are you? It doesn't make any sense, Babylon. Okay, this verse gave it Allah to Muhammad, right? Yes, to whom else? One by one, Anas. One by one. Don't smile and don't laugh at your Quran. Allah gave it to Muhammad. Bye bye. Babylon. Bye bye. You too. Flexa, wenn du mal Punisher reden wollen, bin ich wieder dabei. Run, boy. Okay. Anas, du hast selber gesagt, nichts mit Tafsir zu tun. Wait, guys. Wait. Let me tell you what happened here. He showed you a verse from the Quran, al-bayinat wa tafasir, blah, blah, blah. All these are from Allah through Muhammad to people. Muhammad did not do tafsir in the Quran. That's no. Allah gave him the bayinat. Allah gave him the haqq. Allah gave to Muhammad the words. Muhammad cannot do tafsir from himself. Okay. That's a no. Even if he did, look at there is contradiction here. Even if Muhammad did and Allah did in the Quran, why do we have 9 billion tafsir books? Why do we have 4 school of thoughts? Why do we have all the 700,000 hadith? If the Quran is so clear and Mufassir and done and all good, why do we have all these tafsir and hadith and school of thoughts? Because nobody did tafsir in the Quran. It's a no. I got him from his balls like a pit bull. He couldn't move anymore because I want to see Muhammad did tafsir in the Quran. Yeah, tap, guys. So, a'udhu billah. So, he couldn't show, Shaitan al-Rahim. Al-Rahim, Al-Shaitan al-Rahim. So, he couldn't show word to word the way he said it. Muhammad did tafsir in the Quran. He made a big mistake. He thinks he's playing with a boy from yesterday. He doesn't know that Babylon, he can catch with his ear words. Okay, guys, and when Babylon, let me bring Imam, but please, guys, respect the Imam and let him speak. Okay. And when jeder bitte stummen, ich will nur, dass Babylon die Konversation mit Imam hat und bitte ganz entspannt sein, Leute. Please do me that favor. Okay? Please. All right. Please. No problem. Und Imam bitte auf Arabisch, okay? Und dann tut Babylon auf Englisch dann übersetzen. So, alle bitte mit Ruhe. Yeah. No problem. Yeah. Okay. All right. Here we go. Imam Habibi. كل الاحترام إلك. كل الاحترام إلك. ما عم تحترم أحد أخي. ما عم تحترم أنا أحترمك. يعني we start wrong. Let me start. لا يعني خليني أحكي. احترم نفسك حتى أحترمك. استغفر الله العظيم أخي. ما بيك. هسه احترم نفسك حتى أحترمك أني خليني أحكي. Was dein Problem will ich wissen. Okay. Respect yourself so I can respect you. Let me talk. Übersetz mal das, was du auf Arabisch sagst. Warum machst du diese Tricks? I need to talk, Flex. Warum? Flex, I need to talk. Sag doch, lass ihn, Imam, Moment, Imam. Beleidige. Imam. Please, Babylon. Imam, warte kurz, okay? Babylon, you speak when you finish. And then we go to Imam, okay? Beautiful, no problem. So, okay, and please, look, Babylon, reduce your voice a little bit, then come down. Here we go. And then you come down, my brother. Okay, no problem. Yeah. So, Imam Habib, when I talk to people, to a man, when he tells me something, I trust him. When he jumps right, left, and I'm with him jumping, to see where he's gonna end up. When Anas said Muhammad did tafsir in the Quran, I was like, okay, no problem. I asked him, show me these words in the Quran. I know for a fact he cannot show me. He said yes. So he gave me a verse with Joseph. Joseph did interpretation of the dream for his own people. I was like, this is for Joseph to do interpretation for his own people, not Muhammad doing tafsir for the whole Quran. Then he jumped. I did not say the whole Quran. I said some of the Quran. I was like, okay, show me Muhammad said tafsir for some of the Quran. Then he start jumping. Well, this verse I gave you, but it's about Joseph, but it's about all prophet. I was like, okay, no problem. But you said Muhammad did tafsir in the Quran. And he said, yes. I was like, then show me word to word Muhammad saying, I did tafsir in the Quran. Or I yani, like showing, talking, the prophet, you know. He couldn't. Now, I ask you, did Muhammad did tafsir in the Quran? Yes or no, please? Okay, yes. Imam, jetzt bist du dran. In Babylon, yes. Please go slow down. Yeah, Imam, jetzt darfst du reden. Bevor ich jetzt kurz auf ihn antworte, jetzt ohne Spaß, ich meine das wirklich ernst. Hat er irgendwie Theologie oder sowas studiert oder hat er Wissen? Okay, lass mich ihn fragen. Babylon? Babylon? I muted myself. I asked a question and didn't answer. Yeah, yeah, wait. He asking, did you study theology? I don't need to study nothing. I have a question I need an answer. Please. Okay, er hat dir eine Frage gestellt, du sollst jetzt bitte antworten. Er hat bitte gesagt. Ich habe ja gesagt. Ich habe, der Prophet hat den Koran erklärt, ja. Okay, sag es auf Arabisch bitte, dass er es versteht. طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن. Show me, please. Give me a verse. Anas, 1 hour, eine Stunde, ساعة عم يفرجيك الآية ما عم تفهم. يا آية, show me. نفس الآية. Show me Muhammad. I am the Prophet Muhammad. Schau mal, ich übersetze Ihnen das auch mal nochmal, damit die Leute das mal verstehen. Er versucht gerade, er fragt gerade dieselbe Frage, wo hat der Prophet Muhammad den Koran Tafsir erklärt? Also wo hat der Prophet Muhammad den Koran erklärt? Okay, wait, Babylon. Milena, kannst du das bitte erklären, weil es geht ja nicht darum, dass der Mohammed das sagt, sondern jemand anders. Oder ich habe es falsch verstanden, aber bitte Milena, kannst du das bitte korrigieren, worauf Babylon hinaus möchte, damit Imam das versteht. Also Imam, Babylon möchte aus dem Koran den Vers haben, wo steht, dass Mohammed Tafsire erklärt, weil dein Vorgänger Anas eben sagte, das ist im Koran. Und daraufhin hat Anas ihm einen Vers von Yusuf gezeigt, in dem es aber nichts mit Mohammed zu tun hatte. Babylon möchte einfach nur einen Vers aus dem Koran von dir, der bestätigt, dass Mohammed Tafsire erklärt. Nur den Vers, ganz simpel. Nenn uns irgendeinen Vers, wo das steht. Das ist das. Und nicht das Gleiche, ja. Furqan, was er gerade erwähnt hat, ist Anas. Zählt für euch nicht. Egal, lassen wir das stehen. Lassen wir da stehen. Hat Anas erwähnt, er redet die ganze Zeit um Stunde um diesen selben Vers, aber ihr checkt den. Aber ich gebe euch den anderen Vers. In Surah Al-Haqqa. Okay? Ihr könnt, und das macht einer von euch jetzt, damit ihr nicht sagt, ich spiele und drehe und keine Ahnung was. Einer von euch gibt jetzt diesen Vers auf Google ein. Okay, wer kann das kurz machen? Wer kann jetzt kurz googeln? Und ich mache das weiter, komm, ich gehe mit Tafsir, mit alles drin und dran, komm. Okay, yalla. Surah Al-Haqqa. Hast du? Oder warte, langsam, mein Handy ist nicht so schnell wie dein. Oh. Surah Al-Haqqa. Chapter and verse, please. Ich habe nicht gehört. Was? Vers 44. Vers 44. Sag mal bitte das Kapitel 44 und welche Sure? 69, 44. Okay. Mach die mal bitte groß und er soll jetzt immer vorlesen, was da steht. Ja, warte, bei mir ist alles auf Englisch, weil ich tu nur auf Englisch lesen, weil auf Deutsch. Imam, can you read it in Arabic, Habibi? Ja, taban, no problem. Ja, ich lese es nur auf Englisch, weil auf Deutsch ist nicht akkurat. Warte. Nee, das muss auf Deutsch. Wir haben jetzt deutsche Zuschauer. Ja, das wechselt bei mir automatisch auf Deutsch. Warte. Ihr könnt doch mal kurz jemand von euch auf Google eben schreiben, Surah Al-Haqqa, Vers 44, das ist doch nichts Wildes. Also ich habe es schon, wenn ihr wollt, auf Deutsch. Ja, mach mal auf. Ja, dann mach du, wenn du willst. So lange mache ich die Tafsir auf. Auf Deutsch ist nicht authentisch, aber auf Englisch, oder was? Ey, komm. Auf Englisch ist es authentischer als auf Deutsch, glaub mir. Okay. Das stimmt, ja, der Sheikh hat recht. Okay. Ja, lassen wir auf Englisch, egal. Also, Al-Hab 44, ne? Ja. So. Soll ich lesen, oder? Du kannst den Vers 44 vorlesen, ja. 44? Ja. Wir hätten ihn gewiss mit der rechten Hand genommen. Was ist das? That's against you, Imam, because it's saying Muhammad did not say his own words. Hey, please, Allah said him. Beautiful. Allahu Akbar. Wait. Das ist der Vers, wo Mohammed sagt, wenn er irgendwelche Verse in unserem Namen erdichtet hätte, so würden wir ihn gewisslich an seiner rechten Hand fassen und ihm daraufhin die Aorta durchtrennen. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn Mohammed lügt, dass man ihn daraufhin die Aorta durchtrennen würde. Aber das ist ein Eigentor, weil es ist ein Eigentor, Bruder. Das ist ein Eigentor. Wenn er Verse erfinden würde. Mann. Hey, Bruder, ich bin doch respektvoll, wenn er Verse erfinden würde. Wenn er Verse can you translate, please? Würde, nicht wenn er lügen würde. Das ist ein Wo bist du jetzt hingegangen? Bruder, mach mich mal lieber wieder groß. Warte, ich mach mal an. Warte. Wallah, ihr seid echt komische Leute. Ey, ich möchte mit jemandem reden, was ist daran komisch, Bruder? Hier. Guys, can you translate? Bruder, warte. It is in English too. Look here. Ja, was steht da? Hier, bitteschön. If he had mouthed some false statements about us, hätte er doch etwas über uns gesagt. Nächster Vers. We would have seized him by his right hand. Wir hätten ihn bei der rechten Hand ergriffen. Aywa. Dann steht weiterhin. Aywa, genau. Beautiful. That's it. Beautiful. That's it. What? That's it. You are, my friend. You are burying yourself. Okay. Then cut off his main artery. Yes. Dann schnitt er seine Hauptschlagader ab. Bruder, soll ich dir jetzt ein paar Verse zeigen? Soll ich dir ein paar Hadithe zeigen? Was bedeutet das? Soll ich dir? Okay, warte, ich zeige dir ein paar Hadithe dazu. Wait. Das Wort. Watch. Watch, Imam. This goes against you. Warum? It's against you. This goes against you. Warte jetzt, habt ihr den Vers gelesen oder nicht? Habibi. Imam, Habibi. Habt ihr den jetzt gelesen oder nicht? Ja, du hast selber beerdigt. Das Wort. Wait. Du hast selber beerdigt. Warte kurz jetzt. So, Allah sagt jetzt gerade, wenn der Prophet Mohammed von sich selbst aus etwas sagen würde, wovon er keine Erlaubnis hat von Gott. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, mach das, sag das. Er hat von sich selber aus Sachen erdichtet. Ja. So hätten wir ihn getötet. Genau. Ja, was bedeutet das? Und jetzt lies hier. Warte kurz bitte. Hör doch, guck mal, wer jetzt hinspringt. Wohin gehst du? Ich zeige dir Hadithe. Hier. Ach so. Pass auf. Hier. Allah's Messenger said, and he who eats 7 Ashwa dates every morning will not be affected by poison or magic on the day he eats them. Der Gesandte Allah sagte, wer jeden Tag 7 Ashwa-Datteln isst, wird an dem Tag, an dem er sie isst, nicht von Gift oder Magie beeinflusst. Sahih al-Bukhari 44:28. The prophet in his ailment in which he died used to say, Bruder, bitte. Okay, stop. Bruder, bitte. Guck, was ich bitte. Wohin springst du jetzt? Letzter Hadith. Wohin fließt du jetzt? Warum springst du jetzt woanders? Hast du Angst? Warte. Hast du Angst? Guck. Warum springst du jetzt? Hier, Aorta. Warum springst du jetzt? Bruder, hast du Angst? Was ich auslesen? Nein, aber du bist peinlich. Wohin bist du jetzt gesprungen? Warum peinlich? Lest doch. Du bist zu Datteln gesprungen. His aorta was cut off. So, your prophet is a liar. Ja. Bitte, Imam, bitte, zeig Respekt. Lass mich kurz ausreden. Du bist respektlos, warum sprichst du zu einem anderen Thema? Bruder, hör doch bitte, warum gehst du jetzt zu den Datteln? Erzähl mir bitte, was hat das mit den Datteln zu tun? Weil du hast den Vers aufgemacht, also hört bitte zu. Okay, the prophet in his ailment, in which he died, used to say, oh Aisha, kannst du ihn bitte kurz stummen? Wie er selbst, Flex, kannst du ihn bitte kurz stummen? Ganz kurz, Leute. Imam, warte kurz. The Prophet in his ailment in which he died used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. At this time I feel as if my aorta is cut off. Cut off from that poison. A'udhu billahi minash shaitanir raheem." Brother, and that's not the only one. Look here. The Prophet in his ailment, in which he died, used to say, "Oh Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time, I feel as my aorta is being cut off from that poison." That's not the only one. Look here. Habibi Imam. Ibn Ishaq, page 1516. Look what here states. Habibi Imam. Had said in his illness of which he was to die, brother, please don't. Alhamdulillah, Jesus. Fadha'nakum, Wallah al-Akbar, wa Jesus al-Akbar. Anta wa ana smaltik, wa Hamdi, daqiqa, wait a second. Anta wa Hamdi, wa ana smaltik. كلكم ساق واحد وبغسل واحد مثل محمدكم. يلا طير. يلا اقرأ إمام اقرأ the Al-Bara wait please came to visit him. Oh, Bishir, this is the type in which I feel a deadly pain from what I ate with your brother at Khaybar. That's not the only one. Look here. Habibi Imam, du hast ein Eigentor geschossen. Du hast die Selbstmorde. Warte, Bruder, warte. Bist du dumm? A Jewish brought a poisoned cooked sheep for the Prophet. Habibi Imam, who ate from it? She was brought to the Prophet. Don't cry, Imam. Let him read. No. Don't cry, Imam. Read. Read. Flex, bitte. Eine Sekunde, Flex, bitte. Imam, du darfst reden. Imam, du darfst jetzt reden. Ich hab die gestimmt. Warte. Sheikh Habibi. Wait, Bro. Imam, you can speak. Du kannst reden, Imam. Jetzt. Sorry. Aber Imam, bringe bitte Quellen. Ohne Quellen darfst du nicht reden. Bring Quellen. Wer spricht jetzt die ganze Zeit? Ana li andaka, li janbak, Habibi, der neben dir ist. Wo neben mir? Ich kann nicht. Glaube. Yalla, Habibi. Der wahre Glaube, achso, okay. Schaut mal, guck mal, ich bin alleine hier und das ist mir sowas von egal, wie ihr lacht und dreht und wendet. Guck mal, er ist jetzt gesprungen von dem Vers, wo ich euch gesagt habe, dass der Prophet nichts sagt, außer dass es Offenbarung ist. Yeah. Jetzt springt er zu Datteln. Bruder, das war dein Vers. Sei doch jetzt mal leise. Es ist warte, Dois. Imam. Wie alt bist du? Imam, Habibi, come to Christianity. Wait, Babylon, wait. Imam, Du darfst das nicht falsch verstehen. Das sind Leute, die können Arabisch. Und das Ding ist, wenn du etwas sagst, nein, guck mal, Bruder, guck mal, nein. Die Arabisch können? Wie bitte? Du glaubst, dass die Arabisch können? Die können Arabisch, die können Arabisch. بأي لغة عم نحكي معاك حبيبي إمام؟ عم نحكي معاك بالفرنسي أو بالإيطالي؟ I can do it in French. If he wants French, I can do it. I speak 4 languages. ربي يباركك حبيبي بالون، أنت أسد حبيبي يا بطل. حبيبي اضرب يا بطل. اضربهم واحد واحد، اطقهم واحد واحد بالعراقي، اطقكم واحد واحد. وحمدي طيز أمك أنطيها، طيز أمك. Flex, Bruder. Guck mal, Imam, du hast doch selber eben gesagt, er beleidigt dich auf Arabisch und jetzt sagst du auf einmal, die können kein Arabisch. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, also kann er Arabisch oder nicht? Er natürlich versteht er Arabisch, aber kann kein Hocharabisch. Ach so, okay. Das ist ein Unterschied. Ja, du hast gerade gesagt, er kann kein Arabisch, deswegen. Kennst du den Unterschied nicht, oder? Habibi Babylon, Habibi, wir machen Arabisch al-Fasha. هل تتحدث اللغة العربية الفصحى يا بني؟ يا بني هل تتحدث اللغة العربية الفصحى؟ ما لك يا هذا؟ Flex, Malaka ja Hada! Wir haben euren Kindergarten gehört jetzt. Let me talk to him in Arabic. Let me talk to him in Arabic. Wait. Malaka ja Hada! Hal tatahaddath al-Lugha al-Arabiyya? Diejenigen, die das jetzt gehört haben, Alhamdulillah, hat man jetzt gesehen. Yalla, Alhamdulillah Masih. Alhamdulillah al-Masih. Flex, was soll das? Please, Babylon. Babylon, wait, bitte alle stummen, stummt euch bitte alle kurz, Aram auch, alle stummen, bitte. Leute, guck mal, Leute, das wird so nicht funktionieren. Leute, dann muss ich mir eine andere Strategie aussuchen, was ich mache, Leute. Wirklich, Leute, lasst ihn doch reden, bitte. Leute, please, my brothers in this channel, let him speak, please. Please, my brothers. Imam, jetzt kannst du reden. Also wie gesagt, ich habe vorhin, es geht jetzt gerade die ganze Zeit darum, darf der Prophet sallallahu alaihi wasallam von sich aus etwas sagen? Und wir haben gerade den Vers selber gelesen, auf Deutsch und auf Englisch, dass wenn der Prophet etwas sagen würde, was nicht Tafsir ist, was nicht vom Koran ist, so hätte Allah ihn getötet. Und das bedeutet, wenn eine Person etwas über die Religion sagt, ohne einen Vers oder einen Hadith dafür zu haben, ist er sogar noch schlimmer dran als der Prophet Muhammad. Darauf ist jetzt der Punkt, ich glaube, abgeschlossen. Wer das nicht verstehen will, dem wird Allah nicht recht leiten. So, es gibt die Hölle und es gibt das Paradies. Und diejenigen, die glauben, wenn es Paradies eingehen und diejenigen, die das ablehnen, kommen in die Hölle. So, wenn dieser Babylon noch weiter 10 Stunden lachen würde und er noch 1000 Mal sagt, gib mir einen Beweis und gib mir einen Beweis und er sieht den Beweis und er will den nicht akzeptieren, dann ist das sein Problem. Er versteht aber nicht. Ganz kurz, bitte. Ich sage jetzt, ich beende das inshallah mit einem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam ra. Alif Lam Ra. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt den Vers und sagte auch in Surah Yusuf, weil die auch am Anfang erwähnt wurde, er sagte, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wahrlich, wir haben den Koran auf der arabischen Sprache herabgesandt, damit ihr versteht. Das heißt, selbst die arabische Sprache, wenn Allah jetzt die Sonne erwähnt, brauchst du eine Erklärung, was die Sonne ist? Das sind arabische Begriffe, die die Araber verstanden haben. Genau wie jetzt auf Deutsch zum Beispiel jemand liest, da steht Sonne, da brauchst du keine Erklärung dafür. Für den Mond, das sind Begriffe, die jeder Mensch jetzt weiß, das ist die Sprache. Lass ihn kurz reden. Ich habe wirklich versucht, mit Vernunft und Respekt und Anstand mit euch zu reden. Aber diese Personen, sie wollen gar nicht reden, die wollen nur hetzen. Und das ist traurig. Nein, Imam, ganz kurz. Eine Sache, dann bin ich auch fertig. Es ist traurig und man sieht wirklich, dass die Christen, ne, die deutschen Christen, mit denen wir hier aufgewachsen sind, mit denen wir zur Schule gegangen sind, nicht so ein ekelhaftes Verhalten und respektloses Verhalten zeigen. Es sind immer irgendwelche Iraker, Iraner. Weil ihr die unterdrückt habt, jetzt kommen die richtigen Christen, mein Lieber. Jetzt kommen die richtigen Christen. Die richtigen Kuffar, die kommen jetzt. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall sehen wir, dass die Christen hier Wallah, ich schwöre bei Gott, sie sind so voller Respekt. Wir respektieren sie und sie respektieren uns. Und unsere Religion befiehlt uns, genauso wie du flexst. Du hast einen Anstand, du hast Benehmen, du willst sogar versuchen irgendwie, dass wir eine Mitte finden, dass wir miteinander dazu reden. Gott sagt in unserer Religion, und das sollst du wirklich verstehen, Gott ruft in unserer Religion dazu auf. Khutbatul Juma, fil Juma. Ey, naam, Khutbatul Juma, naam. Gott sagt, Wartet, Jungs, Leute, er philosophiert. Das ist nicht Islam, was er sagt. Oh, ihr Christen, kommt zu einem gemeinsamen Wort. Flex, ich bitte dich wirklich, guck dir diese Sache mal wirklich an. Lies mal, es gibt, gib diesen Vers einfach in Google ein. Gott sagt im Koran, Juden. Oh, ihr Christen, kommt zu uns zu einem gemeinsamen Wort, dass wir niemanden anbeten, außer den einzigen Gott. Das sagt Allah im Koran. Und wenn jetzt jemand seine anderen Denkweisen hat, seinen anderen Glauben hat, seine andere, selbst Atheist ist, Gott sagt im Koran in unserer Religion, wir dürfen euch nicht zu dieser Religion zwingen. Euch eure Religion und uns unsere Religion. Und wisset, dass die Juden und die Christen bei uns... Das ist Mansucha, Aya Mansucha. Ana Din, Wata Dinakum, Mansucha, Aya Mansucha. Mansucha, bei Ayat al-Sirkan, Chapter 9, Verses... يا وسخ انت وسخ وانت وعايشه مالتك شلب ابن شلب قعبه ابن قعبه يعني امك قوات منيوج منيوج يلا قوات انت ومحمدك المركوب من قوم الزط قوم الزط اللي يركبوك كل الليله قعبه بن قعبه منيوج امام اخر دين يلا خرع عليك وخرع على محمدك وخرع على عائشه راح اجيبهم الشيعه كلهم راح اجيبهم ينيجون امك عيوشه Gahba, Menut. Ja, Respekt. You started. You rausgenommen, aber ich will ihn nicht zurückbeleidigen. You insulted. Kann ich kurz was sagen? Do not insult. Gahba, Menut. Babylon. Milena will was sagen. Milena, bitte rede. Ich hab unsere Brüder kurz gestimmt. Komm, beleidige weiter. Zeig, was denn da ist. Milena. Imam, du hast doch jetzt gerade diese Sure gelesen, Sure 69, 44. Und wenn er sich gegen uns einige Aussprüche selbst ausgedacht hätte, richtig? Ja, richtig, dann geht's ja weiter, ganz kurz, dann geht's ja weiter, hätten wir ihn sicherlich an der Rechten gefasst und ihm hier auf sicherlich die Aorta durchschnitten. Na? Ja. Steht im Koran, wenn wir weiterlesen. Dazu gibt es aber eine Sahih al-Bukhari Hadith 4428. Also ich möchte nur mit Quellen argumentieren, auch niemanden beleidigen. Ich bin immer jemand, der mit Quellen argumentiert. Ja. Und in dieser Sahih al-Bukhari Hadith 4428 sagt Mohammed selbst, O Aisha, ich spüre immer noch den Schmerz, den das Essen, das ich in Haibar gegessen habe, verursacht hat. Und in diesem Moment ist es mir, als würde meine Aorta von dem Gift getrennt werden. Jetzt ist die Frage, Imam. Der Koran sagt, wenn Mohammed etwas Falsches sagt, dann würde er ihm die Aorta durchschneiden. Jetzt kommt aber dieses Sahih al-Bukhari Hadith und Mohammed sagt, es wäre, als würde meine Aorta durchgeschnitten werden. Wie passt das zusammen? Das hat doch nichts mit dem Thema zu tun. Darf ich? Nein, das hat nichts mit dem Thema zu tun. Darf ich ganz kurz? Du hast eine Frage gestellt. Warte doch bitte kurz. Du hast doch eine Frage gestellt, oder nicht? Ich habe dich gefragt, wieso? Nein, ich habe dich gefragt, wieso passt jetzt Aorta? Wieso lässt Mohammed seinen besten Propheten sterben, also Analyfe machen? Und Mohammed erzählt auch noch, es wäre, als würde meine Aorta durchgeschnitten werden. Und der Koran sagt, hätte er was Falsches gesagt, würden wir ihm die Aorta durchtrennen. Erklär mal, wie das passt. Ja, kann ich dir gerne erklären. Sind das Zufälle? Oh Mann. Lass ihn reden, let him speak, Flex, ich bitte dich, wenn jemand noch einmal unterbricht, bitte schmeiß ihn raus. Das geht doch nicht so weiter. Wie lange soll, guck mal, ich bin das erste und das letzte Mal hier drin, sag ich dir ganz ehrlich. Ich hätte wirklich, guck mal, ich würde mit dir gerne länger reden, aber diese Menschen, die sind doch nicht mehr ganz bei Verstand. Ja, alles gut, alles Imam, gut. Alles gut. Nicht sowas. Nicht beleidigen, nicht Imam, halt Imam, Mund, warte kurz. Halt den Mund, Imam, bitte. Imam, bitte ist Imam und alle anderen. Okay, nochmal Leute. I will say it in German, okay? We want to have a good conversation with him. I know Babylon is on fire. I know the wahre Glaube, you guys are on fire. I know it, it's no problem. But please, I will say it again. Let the Imam speak, and then we let Dois speak, and then we let Babylon speak, and please, my guys and my brothers and my sisters, give it some time. When someone is speaking, let the person finish the speaking, because the next one who is not giving the brother or the other brother, or if Imam is not respecting us, I'm going to kick Imam. If Dois is not going to respect it, I will kick Dois. I will kick everyone. So please, guys, let's have the respect. Please, please. I know, Babylon, you're my brother. You're really on fire. I know, wahre Glaube, you're really fire. But, guys, let's relax. Flex, Carlos, du hörst dich an mit dem Bilderbuch. Reicht jetzt. Flex, mein Bruder. Aber Flex, mein Bruder, schau mal, ich frage seit 5 Minuten. Darf ich ganz kurz mal was sagen danach? Ich warte ganz Zeit geduldig. Ich sag, weißt du was? Ich sag nicht mal was. Ich gebe den Ton jetzt an. Ich gebe den Ton jetzt an. Du darfst jetzt reden und dann redet der Imam. Und wenn der Imam fertig ist, redet Babylon. Eins nach dem anderen. Okay, warte kurz. Das ist sehr nett. Lass mich erstmal auf Milena antworten, dann kann er reden. Okay, dann mach. Ja, deine Frage war jetzt, was hat es mit der Aorta zu tun hier und dass wir da erwähnt, im Koran erwähnt und mit dem Hadith erwähnt? Stimmt oder nicht? Richtig. Genau, weil im Koran wird ja beschrieben, wenn er gegen uns Aussprüche selbst ausgedacht hätte, würden wir ihm die Herzader, also die Aorta durchschneiden. Und dann kommt die Hadith, wo steht, in dem Moment ist mir, als würde meine Aorta von dem Gift durchtrennt werden. Jetzt willst du mir mit Sicherheit erklären, dass es sich um das Gift handelt. Viele Muslime sagen aber, Mohammed ist nicht durch das Gift gestorben. Also es sind etliche Widersprüche. Aber ich wäre froh, wenn du es mir mal erklärst, bitte. Okay. So, der Punkt ist einfach, dass du versuchst, diese beiden Geschichten, die zwei unterschiedliche Geschichten sind oder Momente sind, versuchst sie zu vereinen, obwohl sie nicht zusammengehören. Wenn jetzt zum Beispiel Gott im Koran einen Vers sagt, ich gebe dir jetzt nur ein einfaches Beispiel. Gott sagt im Koran, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Gott sagt jetzt über den Koran, wenn wir den auf einen Berg herabsenden würden, so würde dieser Berg explodieren aus Gottesfurcht. Und diese Beispiele geben wir den Menschen, damit sie darüber nachdenken. Jetzt sagst du mir, gibst du mir mit einem Hadith, kommt jetzt irgendein Hadith im Bukhari, Muslim, was auch immer, die authentisch sind. Die sind authentische Hadithe, ich lehne sie nicht ab. Aber du versuchst jetzt, nur weil jetzt hier Berg steht, und da Berg steht, versuchst du jetzt einen Bezug zu finden, aber das geht ja nicht so. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt, dass er es das Gefühl hat, als würde das und das passieren. Das bedeutet aber nicht, dass das mit dem Vers zu tun hat. Das musst du verstehen. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt diesen Hadith gelesen oder diesen Vers gelesen, das passt genau zusammen, weil da wird dasselbe Wort verwendet und da dasselbe Wort verwendet. Genau wie dieser Unwissende, der versucht, über den Islam zu reden, als hätte er irgendwas verstanden. Und der hat gar nichts verstanden. Der versucht hier irgendwas mit seiner Pöbelaktion irgendwie zu zeigen, dass er irgendwas verstanden hätte, weil er die ganze Zeit darauf beharrt, er will das Wort Tafsir hören. Ganz kurz. Er will darüber reden, er will dieses Wort Tafsir hören. Aber das Wort Tafsir hat mehrere Bedeutungen. Du kannst Ta'wil genauso benutzen. Wenn du jetzt in arabischen Duden, selbst von Arabern, die Christen sind, kannst du fragen, was bedeutet Tafsir und was bedeutet Ta'wil? Dann werden sie dir sagen, das eine bedeutet erklären und das andere bedeutet genauso erklären. Das eine bedeutet verdeutlichen und das kannst du für das andere genauso verwenden. Das heißt, nur weil dieses Wort jetzt hier vorkommt und da vorkommt, bedeutet das aber nicht, dass das dieselbe Geschichte ist. Okay, ganz kurz, Imam. Babylon, wait, Babylon, wait, my brother. Der wahre Glaube, du darfst reden. Oh Bruder, bitte, du hast mir doch versprochen. Okay, warte mal. Also, du hast ja hier nur philosophierst, mein lieber Imam. Du hast mir keine Antwort gegeben auf die Frage, was Schwester Milena gesagt hat. Spiel doch nicht. Komm mal, Habibi, sag doch, Laufe nicht weg. Bleib bei der Sache, ja, Habibi. Ja, bleib du bei der Sache. Schau mal, in der Koran steht geschrieben in der Suche, wenn du abgibst oder ein Lügner wirst, hatten wir deinen Aurata, deinen Herzen abgeschnitten. In Sahih al-Bukhari, Sunan Ibn Maimun, alle sagen, dass Mohammed seine Aura durchgeschnitten wurde und durch das Gift gestorben ist. Allah, schau mal, warte mal, Khalini Ihki, Habib al-Aziz. Waqaf. Seine Herzader wurde durchgeschnitten. Warum? Allah hat durchgelassen, weil Mohammed, was hat er gemacht? Allah hat zugelassen, dass der Teufel suchen, der satanische Suchen in seine Munde legt. So ist der Mohammed von Allah abgeworfen worden und am Ende wurde er verurteilt und Allah hat ihn selber getötet. Weil Allah sagt, Ich werde die Menschen in die Irre führen. Allah führt den in die Irre und leitet den in die Recht leitet. Also Allah hat Mohammed in die Irre geleitet und am Ende getötet. Ja, was gemacht? Faqatala Allah Mohammed benafsu. Atahu sam. Fatasama Mohammed wa mat. Yalla Habibi. Gib uns eine Antwort auf diese Frage auf Tafsir oder Hadith. Yalla Habibi. Das ist das Problem, wenn irgendjemand etwas liest und glaubt, er hätte irgendetwas verstanden. Warte. Du hast doch gelogen, lass mich jetzt auf deine Lüge. Wir haben nicht gelogen, du gibst uns keine Quellen. Du bist ein Lügner. Ich sag's dir. Du bist ein Lügner. Ja, du bist ein Lügner. Schaut nach und das kann jeder gucken. Du darfst mich kein Lügner nennen. Doch, du bist ein Kedhab und ein Mal'un und ein Verfluchter. Ich sag dir warum. Ja. Weil jeder jetzt laufst du weg, Imam. Habibi, gib mir eine Sure. Gib mir eine Sure. Wie kann man so anstrengend sein? Nein. Flex. Habibi. Komm ihn jetzt mal. Imamo. Warte, wahre Glaube. Wait, lass ihn ausreden. Leute, ich habe vorhin was gesagt. Lasst ihn reden, bitte. Er hat gesagt, der Prophet wurde vergiftet und ist wegen seinem Gift gestorben. Schaut nach, wie ist der Prophet wirklich gestorben? Und bitte, jetzt einer von, ist Milena noch da? Sie soll bitte googeln, wie ist der Prophet gestorben? In welcher Situation? Okay, Flex, ich bin einverstanden. Habibi, Bruder, Sheikh, Deutsch, bitte mach mal Sheikh groß, Sheikh zeig ihn, yalla bitte. Und ja, warte mal kurz, ich habe gesagt, Milena, diese Frau, die gerade gesprochen hat, sie soll eben googeln. Nein, nicht. Wir haben die Quellen. Imam, Habib, bitte. Ich habe alle Quellen. Flex, mach Bruder Dus, Sheikh groß. Bitte mach Bruder Sheikh groß. Wir machen den Dus groß, er hat die Quellen. Alles gut, wir machen ihn groß. Ich habe alle Quellen und ich kann dir auch beweisen, dass Mohammed 8 Jahre lang satanische Verse rezitiert hat und damit auch gelogen hat. Bitte fordere mich nicht heraus. Mach das hör auf, rumzulügen. Guck mal, jetzt gehen wir, bitte hör auf. Wie ist der Prophet gestorben? Imam Jano, bitte. Guck mal, ihr könnt alle sehen, was das für Lügner sind. Wallah, subhanallah. Guck mal, sag nicht Lügner, sonst beweise ich es dir gleich. Aber dann rede ich 10... Beweise ich dir jetzt. Aber sag nicht, dass ich ein Lügner bin, weil der 8 Jahre lang falsche Verse rezitiert hat, weil sonst bringe ich das auch noch und rede 10 Minuten hier. Warte. Du bist ein Lügner. Du bist immer noch ein Lügner. Denn wir wissen alle, dass der Prophet... Ja, wir wissen. Also warte mal kurz. Eine Frage. Deine Aussage ist also, dass der Prophet nicht an dem Gift gestorben ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Genau. Imam, bitte bleib mal ruhig, bis er fertig ist. Imam, bleib mal ruhig, bis er fertig ist. Yalla. Meine Güte. Also gut. Guck jetzt hier. Jetzt los. Okay? Also. Und ich wundere mich, warum Hamid... Sei doch mal, hätte mich leise, Mann! Hamid, red durch, subhanallah. Warte mal, Imam, warum hast du Angst? Imam, du hast gesagt, beweise mir, wir beweisen dir. Waqf, ya Salame. Der lässt nicht lehren, oder? Also, guck mal, das war dein Vers, den du gebracht hast. 69, 44 bis 47. Wenn er eigenmächtig irgendwelche Aussagen gegen uns aus der Luft ergriffen hätte, würden wir ihn bei der Rechten fassen und ihm hierauf die Schlagader also Aorta, durchhauen. Und keiner von euch könnte uns vor ihm und dieser seiner Bestrafung zurückhalten. Dann steht in Sahih al-Bukhari 44, 28, das, was die Schwester vorhin gesagt hat. I still feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. And at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison. Das ist aber nicht das, worum es geht. Du willst ja dein... Los. Ja, warte, ich komme auf deine Beweise. Beruhig dich, alles ist schön, alles ist gut, alles ist schön und gut. Warte, also, ich habe extra hier, weil ich weiß, wie die Muslime argumentieren, ja, extra hier geschrieben, Behauptung. Muslime wäre gar nicht, Mohammed wäre gar nicht an den Gift gestorben, sondern hätten viele Jahre weitergelebt und wäre an Altersschwäche gestorben oder sonstigen Unfug. Ich habe das gewusst, dass Muslime so argumentieren, deswegen habe ich extra schon die Antworten parat. Warte ab. Ach. Ja, ja, jetzt atme tief durch, mein Freund. Los, komm doch. Also hier, eine Jüdin brachte ein vergiftetes, gekochtes Schaf für den Propheten, der davon aß. Sie wurde zum Propheten gebracht. Er wurde gefragt, was jetzt passiert? Er wurde gefragt, alles gut, sollen wir sie töten? Er sagte, nein, ich fuhr fort. Die Wirkung des Giftes auf dem Gaumen des Mundes des Gesandten Allahs zu sehen. Die Wirkung vom Gift war auf seinem Mund zu sehen. Guck, was steht in Ibn Kathir. Ja, hey, was ist denn los mit dir da? Wir haben doch schon darüber geredet. Wir haben da, wie bist du hängen? Wo haben wir darüber geredet? Er muss die Quellen nennen. Warte, Habibi. Wo haben wir darüber geredet? Die Milena hat doch gerade darüber gefragt und ich habe ihr gerade... Nein, Milena, wo hast du darüber geredet? Hab ich nicht. Habe ich dich gerade darauf geantwortet, warum sagt er hier diesen Vers, dass er hier seine Halsschlappe... Imam, bitte. Imam, bitte, guck mal, du bist ein Imam. Hab Respekt vor deinem Titel, bitte. Also weiter. Mach dich immer nicht peinlich, meine, ehrlich jetzt. Lass ihn, Imam, warte, warte, Imam. Der Einzige, der mich hier peinlich macht, bist du, mein Freund, aber warte. Ja, komm, komm zum Punkt. Mal, Sheikh, mal. Ibn Ishaq, Seite 560, The Life of Muhammad. Ich bin mir sicher, du kennst dieses Buch, immerhin bist du ein Imam. The Apostle had said in his illness, of which he was to die. The apostle had said in his illness, of which he was to die. Von Ibn Bishr de Al-Bara. Bishr ist nur gestorben, weil er gesehen hat, wie Mohammed gegessen hat. Und er hat Mohammed vertraut und hat deswegen reingebissen. Und deswegen sein Vertrauen an Mohammed auch gestorben. Hier steht explizit. Ey, warte bitte kurz und hör auf. Hier steht das ist peinlich. Ich schwör's dir, das ist peinlich. Du bist peinlich. Sei mal leise bitte kurz. Ich hab doch gesagt, ist das immer so? Imam, Habibi, guck mal, du hast gesagt, zeig uns, dass Mohammed durch den Gift seine Aurata, sein Herz so gestochen ist. Er ist... Hier steht... Ja, aber Aurata, seine Herz... Ey, mein Gott, ey. Hier steht klipp und klar. Ich möchte wissen, was habt ihr für einen Abschluss? Hier steht Abschluss. Das hat mit Abschluss zu tun, das sind deine Quellen. Doch, doch. Ich habe einen Doktortitel. Ich habe einen Doktortitel. Ich bin ein Doktortitel. Okay, ihr lasst ihn jetzt bitte ausreden. Leute, 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 Leute. Aber dein Prophet Mohammed konnte nicht lesen und schreiben. Ja, Alhamdulillah, hat uns den Koran gegeben. Alhamdulillah. Ganz kurz, Leute. Lasst ihn bitte ausreden. Leute, lasst ihn mal bitte kurz ausreden. Imam, ich habe eine Frage an dich. Was hast du jetzt dazu zu sagen? Also, der ist jetzt an dem Gift gestorben, aber was sagst du dazu? Der Prophet wurde vergiftet. Und diese, guck mal jetzt bitte, ich möchte auch, dass Milena, sie scheint sehr vernünftig zu sein, sie soll bitte schauen, dass der Prophet wurde vergiftet und dass Jibreel kam, um ihn zu heilen. Soll sie mal bitte googeln? Darf ich bitte endlich zu Ende sprechen? Gleich. Warte. Jibreel hat nur Exorzismus bei ihm gemacht, weil er dämonisiert war, weil er besessen war. Das war was anderes. Okay, Yalla, halt deinen Mund. Milena, googelst das jetzt bitte? Okay, warte, ruhig kurz, Leute. Milena googelt es, Leute, ganz kurz, bitte. Imam, ich beweise dir auch gleich, dass dein Prophet schreiben konnte, wenn du willst. Was ist los mit den Menschen? Sind die... Mach dir keine Sorge, ich beweise dir nach, dass dein Prophet schreiben konnte, okay? Warte kurz. Also hier steht explizit, the apostle said in his illness, explizit of which he was to die, when English came to visit. Er ist daran gestorben. Sadaqallahul Azim. Und Michel, this is the time in which I will, and this is the time. Al-Fatiha. الفاتحة على روح الإمام وأنس حمدي واقرأوا عليهم كلهم الفاتحة يا ملاعين الأرض يا سنة الله أكبر والحمد لله. Wait, Babylon, wait. Brother, please. Cook. This is the time. This is the time in which I feel a deadly pain from what I ate at your brother at Khaybar. Und jetzt beweise ich dir, dass mein Prophet. Und jetzt beweise. Warte. Bitte verschone uns jetzt von deinem schlechten Englisch. Das reicht jetzt. Milena, hat sie das gegoogelt oder nicht? Milena, hast du das gegoogelt? Milena braucht das nicht. Wir haben die ganze Quellen. Moment. Nein, lass mich ganz kurz zeigen, dass Mohammed lesen konnte und schreiben konnte. Ganz kurz. Dois, das zeigt immer noch, dass du dumm bist. Hier. Egal. Ibn Abbas sagte, als der Gesandte Allahs auf seinem Sterbebett lag und einige Männer im Haus waren, sagte er, kommt her, ich werde euch etwas schreiben, wonach ihr nicht in die Irre gehen werdet. Einige von ihnen, daher seine Gefährten, sagten, der Gesandte Allahs ist schwer krank und ihr habt den heiligen Koran, Allahs Buch, genügt uns. So waren sich die Leute im Haus uneinig und fingen an zu streiten. Einige von ihnen sagten, gib ihm Schreibzeug, damit er dir etwas schreibe, wonach du nicht in die Irre gehst, während, guck, ich lese extra für den Brother Babylon, for you. Ibn Abbas said, when Allah's messenger... Bleib auf Deutsch, du kannst kein Englisch. Das ist voll schlimm, dich zu hören. Perfektes Englisch, Brother Babylon. Bleib bei Deutsch. Ibn Abbas said, when Allah's messenger was on his deathbed, and there were some men... Then there were some men in the house, he said, come near, I will write for you something after which you will not go astray. Some of them, i.e. his companions, said, Allah's messenger is seriously ill and you came... Dein Prophet konnte schreiben, da steht in Sahih al-Bukhari. Lehrstunde. Es muss auf jeden Fall fair sein, Leute. Okay, jetzt Imam. So. Der Bruder, der hat der ganze Zeit dazwischen geredet. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Testament schreiben, der Opa liegt im Sterben. Imam, bitte hör auf, sonst blamier ich dich bis morgen früh. Warte, Bruder. Hör doch mal deinen Mund, hör doch zu, jetzt geh auf stumm. Wir haben verstanden, du hast alles reingeworfen, du hast irgendwas verstanden. Das ist das Problem, wenn man dumm ist und denkt, man hat irgendwas verstanden. Ja, der Dumme ist deine Prophet, warum lügst du? Warum sagst du so dumm? Okay. Warte, der wahre Glaube, Bruder, warte. Ja, Bruder, der beleidigt. Ja, stimmt euch bitte alle gut. Du bist doch dumm, ist doch keine Beleidigung. Dumm ist dein Prophet und dein Vater. Entweder du bist schlau oder du bist dumm. Dein Vater ist der Dummste. Ja, Shaitan bist Shaitan. Ja. Shaitan ist das, was du anbetest. Das ist dein Vater, Muhammad selber sagt das. Shaitan ist Muhammad al-Markub, ja Gabba. المركوب المحمد من قوم الصوت الشيطان ها قوم الصوت الشياطين 12000 واحد انطول اياه كل الليل قعبه بن يوشا يا بن متعه ابن عيوشه والله لا تجيب العائله الشيعه كلهم ينيتوا العايشه واحد 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 قطار 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 يصيرون على طيسه والله العظيم انت وطيس انس وامه ام حمدي راح نسويكم شيش كباب نسويكم شيش كباب واحد كل الشيعة اجيبهم واحد Bruder Flex, ich geh weiter Bruder Flex, weil das bringt nichts, ihr kommt weiterhin, also das bringt mit ihm gar nichts, er ist unwissend, Bruder, ich wünsche alles Gute, Gottes Segen, bis später Bruder, bis später. So, darf ich jetzt antworten oder immer noch nicht? Ich habe immer noch Angst. Ja, Imam, du kannst. So. Wenn ein Mann ein Testament schreibt, lässt er schreiben oder schreibt er das selber? Nochmal, wiederhol die Frage. Dois soll darauf antworten. Wenn ein älterer Mann ein Testament schreibt, schreibt er das selber oder lässt er das schreiben? Okay, Dois, die Frage ging an dich. Ich will die antworten, Imam. Also ich darf hier auch ein bisschen... Kein Problem, ich zeige ihm noch ganz einmal kurz den Hadith. Bitte, bitte, wartet doch mal kurz. Mann. Du hast doch nicht gefragt, wer? Sag doch, wenn jemand am Sterben liegt, krank ist, erschöpft ist, schreibt er das selber oder lässt er schreiben? Jetzt pass auf. Dann sagt dieser ältere Mann, bringt Papier und Schrift und schreibt bitte auf. Der wird nicht sagen, ich schreibe auf. Der wird sagen, schreibt auf. Explizit. Er sagt doch, hör doch zu. Genau, hör doch zu, hier, schwarz auf weiß, hör zu. Schwarz auf weiß, hör zu. Hier. Wer hat jetzt gerade wieder reingerufen? Ibn Abbas sagte, als der Gesandte Allahs auf seinem Sterbebett lag und einige Männer im Haus waren, sagte er, wer? Mohammed. Kommt her, ich werde euch etwas schreiben. Jetzt kannst du so viel Gehirnakrobatik machen, wie du willst, aber das ändert nichts an dem Satz. Der Prophet hat das mehrmals gemacht. Er hat sogar zu den Leuten gesagt, bitte bis morgen früh. Ich habe an den das geschickt, ich habe an dem das geschickt, das können die Leute genauso machen. Und der Hadith ist doch gerade, da siehst du doch selber, wenn du zu Ende liest, dass du, wenn du gar keinen Verstand hast, dass du genau das rausziehen willst, was du möchtest. Am Ende also hast du gerade Sahih al-Bukhari unter Bus geworfen? Nein, habe ich nicht. Ich habe dich unter Bus geworfen. Und zwar sagt er am Ende... Du bist so lächerlich für mich. Ja, okay, wenn du dumm bist, hör doch wenigstens zu. Versuch wenigstens zuzuhören, zu verstehen. Ich weiß, es wird schwierig, aber versuch es. Weißt du, was es ist? Wenn er am Ende sagt, lasst ihn, er ist erschöpft, was bedeutet das? Dass er selber nochmal aufsteht und das wieder schreibt oder jemand für ihn schreibt? Bruder, mach deine eigene Sekte auf, mit Islam eigene Sekte, okay? Okay. Jetzt, Milena, hast du jetzt gegoogelt oder nicht? Was will Milena dir holen? Ganz kurz, das wollte ganz kurz nur. Iman, ich will nicht unnötig sein. Nein, warte mal kurz. Du bist der Imam. Du hast bis jetzt keine einzige Quelle genannt. Du hast uns nur die Sure 69, 44 genannt. Daraufhin habe ich dir die Frage gestellt. Ist aber nicht zufriedenstellend für mich deine Antwort. Okay, warum nicht? Bei euch, Moment, nein, sie ist nicht zufriedenstellend. Warum? Weil das war eigentlich nur rumgeschwurbel meiner Meinung nach. Das war eigentlich nur ablenken, täuschen, verdrehen. Das ist, aber, Moment. Das ist dein Ernst? Moment, ich sag dir. Doch, das ist mein Ernst. Okay. So, jetzt Folgendes. Du verlangst von uns, das Wult bringt dir Quellen. Ich habe dir Quellen genannt. Ich diskutiere nur mit Quellen. Bei dir kam bisher keine Quelle. Nenn du uns doch die Quelle, wie Mohammed gestorben ist, wenn du der Imam bist. Warum sollen wir googeln? Mach es doch. Es geht nicht darum, wie er gestorben ist. Ey, guck mal. Ich weiß, guck mal, da steht weiterhin. Warte kurz, da steht weiterhin. Warte, da steht, warte ganz kurz, Imam. Sei doch, guck mal, das ist das letzte Mal. Warte ganz kurz, da steht weiterhin. Wenn ich jetzt anrede, sonst bin ich raus. Ich sag dir ganz kurz. Okay, Imam, rede. Ich habe jetzt die Brüder gestummt, alles gut. Also ich sage das jetzt letztes Mal, das ist das letzte Mal wirklich, dass ich gegen anrede, weil ich habe keine Lust mehr. Das ist wirklich Kindergarten. Das ist so respektlos von euch. Ich versuche wirklich dagegen noch immer den, meinen wirklich nicht zu beleidigen oder sonst was, aber ihr seid wirklich sehr respektlos. So, zuallererst, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist im Schoß seiner Frau Aisha gestorben. Er ist nicht wegen dem Gift gestorben, er wurde aber vergiftet. Das verstehe ich. Ich verstehe nicht, was die Leute nicht verstehen. Er wurde vergiftet. Und dann gibt es auch Überlieferungen, dass selbst Jibreel alaihi salam zu ihnen runtergekommen ist und sagte, bist du etwa erschöpft und krank? Namen Ruqya machen, heilen. Dann hat er ihm Worte beigebracht, dass er das sagen soll. Wenn jemand krank ist, soll er diese Verse lesen. Auf das kannst du diese Überlieferung bitte zeigen, damit die Leute das aufschlagen können? Könnt ihr gerne machen. Das habe ich ja gerade verlangt, aber ihr wollt es nicht tun. Ich weiß nicht, dann machen wir es einfach. Milena, Moment, Milena. Das ist doch unehrlich von euch, dass ihr nicht dafür offen und ehrlich seid, um das zu reden. Ja, okay. Warte, Aram, Imam, dann gib uns bitte diesen Vers, dass wir, dass die dich nicht mit derselben Frage immer wieder stellen. Deswegen gib uns bitte diesen Vers. Bruder Flex, das ist ein Hadith. Bruder Flex, ich kenne den Hadith, den er meint. Warte, gib uns den Hadith. Sei doch mal bitte ruhig, bitte. Bruder Flex, der Hadith, den er meint, der hat nichts mit dem Thema zu tun. Ach so. Ich kenne den Hadith. Ach so. Ich kenne den Hadith. So. Das hat nichts mit dem Thema zu tun. Hat nichts damit zu tun, ja, okay. Doch, da steht nämlich, da steht geschrieben, hör doch zu, Imam. Imam, dann kannst du was lernen, hör zu. Da steht, dass einer an seinem Kopf sitzt und einer an seinen Füßen sitzt. Und der, wo an seinem Kopf sitzt, sagt, was stimmt nicht mit diesem Mann? Das ist dieser Hadith, den du meinst. Nein, mein und was ich dir gerade... Okay, Dois, warte. Und was ich dir gerade... Dois, warte. Imam, gib bitte den Hadith, bitte. Dann gib den authentischen Hadith und dann gucken wir nach. So, warte. Leute, ihr müsst ein bisschen Geduld mitbringen. Wenn ihr ihn die ganze Zeit reinredet, dann können wir nie die Antwort haben. Mach mich mal ganz kurz so, Flex. Ja. Can you guys translate? Can you guys translate? Yeah, wait. Gebt man Sahih Muslim ein? Sahih Muslim? Babylon, Sahih Muslim? Hast du doch nicht. Sahih Muslim, dass der Prophet Jibreel zum Propheten sagte, ja Mohammed, bist du etwa krank geworden? Okay, warte. Sahih Muslim? Welche Nummer? Warte. Wieder locker aufholen, bitte. Seite 2186. Da ist der Hadith. Kitab al-Maghazi. Nein, das ist der nicht. Nein, das ist ein anderer. Nein. Du hast vorhin gesagt, ihr dürft nicht täuschen. Ach, Junge, wohin springt der jetzt schon wieder? Ja. Können wir mal wieder locker bleiben? Moment, das ist kein Springen. Du hast vorhin behauptet, ich habe keinen Nerv mehr dafür. Ihr dürft nicht täuschen. Sorry, tut mir echt Flex. Also ich habe wirklich versucht, das weiterzumachen, aber es macht einfach keinen Sinn mehr. Also ich versuche jetzt gerade eine Sache zu belegen und jetzt versuchen die wieder irgendwie davon abzulenken. Was habt ihr vom Islam Angst? Ich frage euch, warum habt ihr Angst vom Islam? Die sollen googeln. Bis dahin. Warum hast du Angst? Ich hab bis jetzt vielleicht nicht einmal eine Minute gesprochen, mein Lieber, okay? Aber warum habt ihr denn Angst? Warum wollt ihr nicht diese Sachen lesen? Warum? Halt auf. Ihr wollt die ganze Zeit belegen. Schau dir jetzt diesen Hadith an. In dieser Zeit, du hast vorhin gesagt, ihr dürft nicht lügen. Du hast gesagt, nur bei Ausnahmesituationen. Du hast gesagt, nur bei Ausnahmesituationen. Bitte sei jetzt mal leise. Bitte sei jetzt mal leise, okay? Ich habe jetzt gesehen, ihr könnt gar nichts. Hast du Angst? Sag mal bitte, Leute, ich zieh euch alle gleich runter. Leute, chillt mal, bitte. Er soll die Quelle zeigen und die Nummer. Leute, chillt mal bitte. Ja, ich warte auch darauf, die ganze Zeit schon. Ja, Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Sahih Muslim, Nummer? 2186. 2186, Leute. Sahih Muslim 2. Wieder locker hochholen. Das hat nichts damit zu tun. Egal, lese es doch vor. Das hat nichts damit zu tun. Null. Okay, und jetzt? Null. Es hat nichts damit zu tun. Das interessiert null, was du davon hältst, oder was? Es hat null damit zu tun. Null. Hier steht einfach nur, Mohammed, bist du krank geworden? Daraufhin sagt er ja. Wo steht hier irgendwas vom Gift? Was für Boom? Wo steht hier was von Gift? Boom. Wo steht hier was von Gift? Du Jahil. Was bedeutet das, bist du krank geworden? Sag mir. Wo steht hier was von Gift? Wusstest du nicht, dass das der Ursprung ist von der Ruqya? Ey, was für ein Jahil ist das, ey. Sallallahu alaihi wasallam. So. Sallallahu alaihi wasallam. Wo steht hier was von Gift? Er sieht doch, dass er krank ist, das geht doch... Junge, wenn man so ein Dummkopf ist... Imam, da geht es um das Verhext. Mohammed war verhext. Das geht um böse Auge. Wenn man sich der arabischen Übersetzung an... Ja, schwarze Magie. Aber nicht mit dem Gift, genau. Darum geht es um schwarze Magie. Aber nicht um das Gift. Guck mal, was hier steht. Guck mal, was hier steht. Mohammed, bist du krank geworden? Darauf sagt er ja. Er sagt, im Namen Allahs treibe ich euch von allem aus und beschütze euch vor dem Bösen, das euch schaden könnte. Und vor dem Auge des Eifersüchtigen. Was hat das mit Gips zu tun? Das war eine Dämonenaustreibung dann. Nein, oh mein Gott. Nein, nein. Hier geht es um Eifersüchtige. Du. Hey, Imam, ganz kurz. Flex, ich muss das erklären, bevor das jetzt Leute falsch verstehen. Und was willst du erklären, du lügst? Lass den reden. Oh mein Gott. Warte, gleich, jetzt. So, ganz kurz und dann gehe ich auch raus, weil ich habe gar keine Lust mehr mit diesem Dois. Der ist mir so anstrengend, subhanallah. Wenn ich tue, würde ich schnell rennen. Hört zu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bismillahi yurqiq wa min kulli shay'in ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jetzt gerade ein Bittgebet bekommen, das ein allgemeines Bittgebet ist für alle schädlichen Sachen, die ein Mensch treffen kann. Sei es Krankheit, sei es Auge, sei es schwarze Magie und so weiter. Selbst wenn es ein Djinn ist, kannst du es mit diesen Worten heilen. Und der Ursprung von diesem Offenbarung, dieses Hadithes war, dass er wirklich vergiftet wurde und deswegen wurde das dann herabgesandt. Und das ist nicht nur für diese Thematik, dass man nur, wenn man vergiftet wird oder sonst was, sondern es geht auch wirklich, wenn man vom Auge trifft und so weiter. Das sind allgemeine Worte. Okay, warte kurz. Halt doch mal bitte kurz den Mund. Es geht einmal, das sind allgemeine Worte, die speziell für ihn, für das, was ihn an Gift getroffen hat. Und diese Worte sind auch weiter, dass man das auch für allgemeiner, für andere Sachen benutzt. Es tut mir wirklich leid, aber wie gesagt, ich... Imam, warte kurz, Aram. Imam, ich hätte da eine... Abschließende Worte von dir bitte und dann bin ich raus, okay? Ja, also guck mal, Imam, also im ganzen Drum und Dran, Aram, warte, im ganzen Drum und Dran, Imam, dieser Vers, so wie ich das verstanden habe, war er, also ich bin nur ehrlich, ich bin total neutral, ich sag dir ehrlich, du hast ja gemerkt, ich nehme dich in Schutz, wenn, wie gesagt, jemand reinredet, versuche ich die Person zu stummeln, dass die erstmal runterkommen, aber guck mal, Imam, so wie ich das jetzt verstanden habe, also wie gesagt, ich verstehe die deutsche Sprache grammatikalisch und auch sprachlich, ich kann dir sagen, da ging es um eine Dämon, also der war besessen, also es hört sich nach einer du weißt, was ich meine. Es klingt, ich habe dir ja gesagt, es ist einmal wegen dem Gift herabgesandt worden. Ja, speziell. Aber er war ja besessen. Also er sagte, guck mal, wörtlich, siehst du ja, und von allem, was euch Schaden zufügt. Und von allem, was euch Schaden zufügt, ist der Hadith. Und darum geht es um den Propheten. Es ist, wie gesagt, wie zum Beispiel auch Al-Fatiha oder sonst was, es gibt etwas, was allgemein ist. Es geht jetzt speziell bei Ihnen um diese Sache, aber bei diesem Vers kannst du auch, oder dieses Bittgebet kannst du auch sagen, wenn du die anderen Sachen hast. Hast du das verstanden? Das heißt, du hast einmal eine Aussage, du hast zum Beispiel... Kannst du ja im Deutschen genauso sagen. Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwas sagst, damit kannst du einmal Sachen, was speziell ist, und einmal allgemein. Das heißt, du kannst es in der schlechten Situation, wenn du krank bist, du hast Schnupfen, du hast Husten, kannst du das sagen. Du bist getroffen worden von einem Auge. Okay, Imam, ganz kurz, Imam. Bitte, Dois, kannst du bitte den Vers nochmal aufschlagen und lies den bitte noch einmal vor. Ich will es noch einmal hören. Vielleicht habe ich was Falsches gehört. Ich entstumm dich und bitte die anderen bitte kurz Geduld haben, bitte. Dois, bitte hol diesen Vers nochmal. Ich möchte diesen Vers nochmal, ups, ich habe dich jetzt wieder gestummt. Das mit, oh scheiße, jetzt habe ich dich, glaube ich, jetzt hast du dich entstummt. Nein, okay. Bruder. Ich habe extra, guck mal, nur weil er das gesagt hat, ich habe extra den Vers jetzt rausgeholt, wo er unter Magie stand. Das ist der Vers, das ist der Hadith, den er meint. Er kennt seine eigenen Quellen nicht. Welches wolltest du nochmal sehen? Das von gerade eben, vorhin, nicht das, das von vorhin, bitte. Du meinst bis hier? Ja, Mohammed, bist du krank geworden, das meinst du? Genau. Okay, so hier steht, Mohammed, bist du krank geworden? Daraufhin sagte er ja. Er sagte, im Namen Allahs treibe ich euch von allem aus und beschütze euch vor dem Bösen, das euch schaden könnte. Und vor dem Auge... Warte, stopp. Ich treibe alle Bösen aus. Ja, aber Imam, ich sag dir ehrlich, hier geht es um eine Dämonin, wo die Person besessen ist und er will ihn austreiben. Das, Wenn man das richtig versteht. Warte kurz. Bruder, das hat zwei Probleme. Erstens, es geht nicht. Es geht erstens nicht um Mohammed. Zweitens geht es hier um Eifersucht. Was? Hier geht's nicht um Mohammed. Er sagt doch selber hier, er sagt im Namen Allahs treibe ich euch von allem aus und beschütze euch. Und dann steht hier vor dem Auge des Eifersüchtigen. Wo hat das hier irgendwas mit? Okay, Pause. Okay, Imam jetzt. Bitte, also guck mal, jetzt versucht er sogar, weil er sagt, ich treibe euch aus, sagt er weiter mit nicht Mohammed. Am Anfang sagt er, oh Mohammed, bist du krank geworden? Guck mal, das ist, wenn man dumm ist, wirklich, und man denkt, er hat irgendetwas verstanden. Geh mal jetzt nah ran an den Wortlaut, damit ich das auch wortwörtlich übersetze, ob diese englische Übersetzung gut ist. Ich sag dir, du kannst gleich, Imam, ich möchte, dass Aram redet, weil Aram ist die ganze Zeit ruhig, ich will den kurz... Ich will rausgehen, Ich will nur, dass ihr eben, dass das übersetzt wird, dass du Imam, das wirklich wortwörtlich hörst. Und Imam, gleich. Weil das auch so sein, wie du das interpretiert hast. Warte bitte ganz kurz. Warte, Imam, warte. Ich will rausgehen, ich meine das ehrlich. Ja, kein Wunder. Nur ganz kurz, also nur ganz so diese Sache kurz nah rangehen, dann gehe ich raus, weil ich habe keine Lust. Was hat krank mit Vergiften zu tun? Also wer ist jetzt krank geworden, der Prophet oder wer? Was hat krank mit Vergiften zu tun? Wer ist jetzt angesprochen worden, der Prophet oder wer sonst? Wenn du willst, kann ich dir 1000 Hadithe mit krank bringen. Junge, jetzt hör doch mal. Ich bin raus. Ja, ist besser für dich, Aber wie gesagt, Flex, damit du selber das mal nachrichst, du kannst Englisch, guck dir das nochmal nach. Immer. Ja, nur noch etwas. Schau mal, Sahih al-Bukhari 4037, merk dir das. Du hast gelogen, du hast dich gewendet, schlimmer wie ein Wal. Wie ein Aal, also tu nicht lügen, dass ihr nicht lügen dürft. Hier Sahih al-Bukhari 4037, da steht klipp und klar, dass ihr lügen tut, um zu töten. Mit Kabi bin Ashraf. Also 4037, Leute, Sahih al-Bukhari. Genau. Aram, Bruder, das habe ich vorhin schon gezeigt. Und der hat so getan, als wäre es... Ja, da war es nicht da, das habe ich vorhin schon gezeigt, da hat er rumgelogen wieder. Und der Hadith, Bruder, den er gemeint hat, war das hier. Magie wurde auf den Gesandten Allahs, das hat er gemeint. Magie wurde auf den Gesandten Allahs ausgeübt, sodass er dachte, er habe sexuelle Beziehungen zu seinen Frauen, während er dies tatsächlich nicht getan hatte. Sufyan sagte, das ist die härteste Art von Magie, da sie eine solche Wirkung hat. Eines Tages sagte er, O Aisha, weißt du, dass Allah mich über die Sache belehrt hat, worüber ich ihn gefragt habe? Zwei Männer kamen zu mir, einer von ihnen saß in der Nähe meines Kopfes und der andere in der Nähe meines Füße. Der eine neben meinem Kopf fragte den anderen, was ist los mit diesem Mann? Guck genau das, was ich dir vorhin erzählt habe. Dieser antwortete, er steht unter der Wirkung von Magie. Der erste fragte, wer hat ihn verzaubert? Der andere antwortete, Labid bin al-Assam, ein Mann aus Bani Suraik, der ein Verbündeter der Juden und ein Heuchler war. Der erste fragte, welches Material hat er verwendet? Der andere antwortete, ein Kamm und die Haare klebten daran, von Mohammed also. Der erste fragte, wo ist das? Der andere antwortete, in einer Pollenhaut einer männlichen Dattelfallen. Ganz kurz. Also mir ist aufgefallen, also so wie ich das Ganze verstehe, hatten die Engel also quasi eigentlich selber gar keine Ahnung. Null. Das Problem ist, Ruqya wird angewendet bei einer Dämonenaustreibung. Der blüht, bis sich die Balken biegen. Ja. Guck, was ich dir jetzt zeige. Oh Mann, das verwirrt einen schon ein bisschen, aber okay, ja, ich weiß nicht. Lieber Flex, normalerweise 3, 4 Sohn reichen, um den ganzen Islam zu widerlegen. Fertig. Falls das Buch des Propheten, also Allah, sein sollte, dürfen diese Widersprüche nicht drin sein und dürfen diese Hetzattacken nicht drin sein. Es dürfen nicht legitimierte Tötungen da drin sein, wenn das Buch Gottes sein sollte. Ne? Mhm. Guck mal, jetzt zeige ich dir etwas richtig Schlimmes, Bruder, okay? Ich hätte den Imam gerne dazu gefragt. Mal sehen, was er dazu gesagt hätte. Guck mal, was hier steht. Guck, sie folgten stattdessen der Magie, die von den Teufeln während der Herrschaft Salomos gefördert wurde. Niemals hat Salomo ungläubig gemacht, sondern die Teufel haben es verleugnet. Sie lehrten das Volk Magie zusammen mit dem, was den beiden Engeln Harut und Marut in Babylon offenbart worden war. Die beiden Engel lehrten niemanden, ohne zu sagen, wir sind nur eine Prüfung für euch, also gebt euren Glauben nicht auf. Bis jetzt ist es noch gut, doch die Menschen lernten Magie, die eine Kluft zwischen Mann und Frau verursachte, obwohl ihre Magie niemanden schaden konnte. Und jetzt kommt's, außer durch den Willen Allahs. Hier. Außer durch den Willen Allahs. Das ist mir ehrlich gesagt schon so viel. Milena, könntest du das eventuell Babylon erklären? Ich mache erstmal eine Stunde Pause, um klarzukommen. Also das ist krass. Also er war besessen und die Engel, also so wie ich das raushöre, die Engel haben dann quasi gar keine Ahnung überhaupt, was die machen. Also ich bin schon entsetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Jemand hat nach Stelle gefragt. Hier. Das Wold hat recht. Mohammed war auch verhext. Er hat sich auch eingebildet, dass er in einer Nacht mit seinen 9 Frauen Dingi-Dingi gemacht hat, obwohl er es nicht gemacht hat. Also er war angeblich 6 Monate lang verhext. Da gibt es ja auch einen Koranvers. Und zwar der Koranvers, Sure 22, 52, wo auch bestätigt wird, dass der Satan in einem Wunsch in etwas dazwischen geworfen hätte. Also sprich, Allah hat zugelassen, dass Mohammed satanische Verse gegeben werden. Wow, okay. Ja. Leute, das ist schon zu viel. Ich denke, wir machen eine kleine Pause. Ne? Ich lade mein Handy. Und Babylon, bitte Milena, erklär das Babylon kurz. Er soll sich instummen, sag es ihm kurz. Und wow, also... Flex, wenn du willst, zeige ich dir das mit den Dingen, mit den satanischen Versen. Lass uns pausieren, kurz. Okay. Das ist schon so viel, dass ich so viel die letzten Tage so mitgenommen habe, dass ich so meine eigene Meinung jetzt schon gebildet habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist krass, das ist brutal. Nein, aber Flexa, was ich dich noch fragen wollte, hast du eigentlich gemerkt, wir bringen immer Quellen, immer. Ich bin ja immer auf Quellen bringt. Also eine Sache ist mir aufgefallen. Eine Sache ist mir aufgefallen und das muss ich loswerden. Mir ist aufgefallen, ein Vers hat 50.000 Bedeutungen. Wo soll man anfangen? Ja, das ist Verwirrung. Also das ist absolute Verwirrungsstiften. Und wir wissen ja, wer nur Verwirrung stiftet, weil alles ist eine Verwirrung. Alles wird widerlegt, da Arabisch, da du kannst nicht übersetzen, das verstehen nur Araber, wobei auch im Koran steht, dass der Koran nur für Araber ist. Aber es ist pure Verwirrung. Du siehst selber für einen Vers, da kriegen sich sogar Muslime in die Haare. Also es ist pure Verwirrung. Pur. Wow. Ja gut, dann sagt Babylon auf jeden Fall, das war richtig geil. Der Bruder, ich weiß, dass er on fire ist. Babylon, are you here, my brother? Babylon hat richtig gutes Wissen. I'm waiting for you to translate. See, this is how we give it. Give it to Dawah boys. Don't respect them. They lie. They don't like people like me because I'm like, you gave me a word, yeah, give it to me. I'm gonna stick to it. And they don't like it. They zigzag. Then they cry, oh, you're not respecting me. Then they insult. They both insulted me. Another brother, I don't know who. They, Anas and the Imam, insulted. They both did. Okay? Anas, I don't know how to respond to him. He's a boy. He's not even worth my time. Okay? I need an Imam. And this Imam came up. And he starts saying, oh, this, oh, that. And he gave something that made me laugh. An Imam gave me something that made me laugh. It doesn't make any sense. He's stupid. Anas stupid and Hamdi son of Mut'ah. Boom! Today, one dawah guy, one imam, in the trash, down the drain. This is how we do it, guys. Very stupid. That was crazy, that was crazy. Ich hoffe, dass wir, ja, es ist schwierig. Also ich versuche irgendwo. Flex, my brother, don't play their game, You tell them, you come here, you say something, stick to it. Don't cry. Babylon is loud, yes. Babylon is harsh, yes. But he's asking you something. Give the verse. You cannot provide the verse, go away and come back with the verse when you can. We will talk later. That's right. That's right. Don't lie, no Takiya. Das war komplex, Flex. Das muss so sein. Schau, ich hab eins beobachtet, lieber Flex. Du gibst denen so viel Zeit und die blockieren und die reden dazwischen. Da sagst du nichts. Das musst du ein bisschen verfeinern. Es ist auch nicht richtig, dass wir, viele auf einmal reden, absolut nicht richtig. Also liebe Leute, das müssen wir auch beherrschen. Aber wie gesagt, Alex, die tun auch immer unterbrechen und lassen auch nicht ausreden. Da musst du die direkt stummen und sagen, so Leute, ihr verlangt es von den anderen, also macht es bitte auch nicht. Ja, ich werde in Zukunft, wenn ich jetzt die Plattform biete, Leute, ich werde es in Zukunft gleich von Anfang an klar machen, Leute, wenn ihr hochkommt, bitte. Flex, stay, and, bring me up for a minute. Stay, he wants to come up. Flex, kann ich dir ein Beispiel geben? Ein kleines Beispiel, was mir passiert ist. Nur zum Beispiel, dass du weißt, wie wir agieren. Ich will nur kurz zu Ende reden. Und zwar, wenn die Leute oder wenn wir die Plattform hier, wenn wir live gehen, Leute, es ist ganz wichtig, bitte, guck mal, ich biete euch schon die Plattform an, dass wir alle live kommen, okay, alle hier hochkommen zu mir. Dann, Leute, dann müssen wir sehr respektvoll sein und diese Person aussprechen lassen, weil wenn wir das nicht machen, die kommen dann nicht mehr mit uns reden. Und wir wollen ja antworten, wir wollen ja auch Fragen stellen. So, das heißt, wir müssen denen diesen Respekt dann auch geben. Ne, das ist ganz wichtig. Bruder, bitte, was du sagst, ist wirklich von Herzen gut gemeint und ich verstehe ganz genau, was du meinst. Und ich bin mit derselben Taktik rangegangen. Ohne Witz, guck mal, ich gebe dir ein kleines Beispiel. Ich habe auch gedacht, wenn ich so vorangehe, werde ich von meinem Gegenüber genauso respektiert. Es heißt ja, wenn du Respekt gibst, dann bekommst du Respekt zurück. Ist ja ganz normal so eigentlich, verstehst du? Aber guck mal, was ich erfahren musste. Ich gebe Respekt, dann kommt Hamdi zum Beispiel auf einen anderen Channel, tut mich zu einer Debatte herausfordern, ich gehe hin, 6 gegen 1. Die tun mich nicht einmal aussprechen lassen, die ganze Zeit stummen, die ganze Zeit rausschmeißen, die ganze Zeit deformieren und am Ende tun sie sich noch feiern. Guck mal, du darfst nicht, wir müssen nicht denen, wie soll ich sagen, Respekt zeigen. Wenn die harsch sind mit ihren Wörtern, dann müssen wir genauso harsch sein. Wieso soll ich mich die ganze Zeit von denen verprügeln lassen, wenn die ganze Zeit auf mich einschlagen? Verstehst du, was ich meine? Weil die halten ihre Wörter selber nicht ein, Bruder. Die halten ihr Wort selber nicht. Alles gut, Bruder, alles gut. Das ist kein Problem, ich nehme es mir zu Herzen. So, der Mr. Stay Strong, was gibt's denn? Yes, my brother, I appreciate. God bless you for your patience. I'm waiting for a long time here, bro. I'm telling you, I'm living in my state. I'm an ex-Afghani Muslim. Babylon knows about me. I left Islam because of one thing, brother. I know Islam like my pocket, like Babylon knows that. First, I'm not an Arabic-speaking person. Quran come to Arabic people, to those nations, just like to Babylon, or people that speak in Arabic. Okay, when they say Quran came to Arabic people in Arabic language to make them easy to understand. So I am not Arabic when I don't understand it. But that you see, brother, that other brother was Imam. He doesn't bring any evidence. If I'm talking to somebody, you bring your evidence. You bring evidence. Muhammad was possessed by Shaitan, by Satan. He was imagining that he was sleeping with his wives, but it was not. His wife was laughing on him. He was poisoned by Aisha and other lady because he was a person that was a child rapist. 6 years old married to a child, 9 years old have intercourse with her. Come on, brother, if you're a Muslim, I'm not pushing you to go away. Listen to me, please. If you have a mother, right? My brother, okay. I am Christian, all fine. Oh, no, yeah, okay, yeah, I'm saying, please, I'm saying you're a good person. You come, don't think about that if you're even going to turn Muslim. Stay. I'm about Flex, say, A'udhu Billah, I'm Christian, A'udhu Billah. A'udhu Billah, Shaitan Ruhi. Brother Babylon. My brother Babylon, God bless you. Listen to me. I'm with you with Ahmad, ex-Muslim. I've been to talk to them, a revolution. I'm a person, I'm thinking about my mom. 9 months taking care of me, 9 months. 9 months. Then I was born. I'm a father myself. I was there. I have 3 children. I saw the pain. How can you imagine when somebody says your mother's like a dog? Or when Muhammad said in his donkey went to Allah, or he saw a bunch of women are in Jahannam, was in hell. Yeah. In one place says the Jannah's underneath of mother's feet. This is already in the contradiction, bro. My sister here brought evidence after evidence. The Imam brought something that's nothing to do with the Tafsir or Qur'an. Babylon, my brother says, show me the Muhammad me tafsir, because this is wrong. Atiullah wa atiu Rasulu. Muhammad, he was poisoned. He was when it first the book, the first verse come on that cave to him. You know what we're gonna do? Stay strong. Wait, my brother, stay strong. You know what we're gonna do? I'm gonna follow you, and then you can follow me back if you want to. I appreciate it. Yep. God bless. And let me load my phone. My phone is dying. I have 2%, and I want to take a little break and to save my brain and get clear, because there's too many lies here. And brothers, sisters, we need to enjoy our today. We destroy one da'wah guy, #1 in Germany, and an imam who came to serve his dawah boy. Brother Babylon, I had I want to say something. When I left Islam, I find freedom. I find my salvation in Jesus Christ. He died for my sin. He died for my sin, and he's going to come back and he judge all these Muslims, because they say he's a creator. He created, and they deny it. Oh, my Lord. How you cannot deny it? They says Jesus is like was that Adam? It's not kun fayakun. It does not happen like this, bro. He said kun fayakun. He said and it done. Kun fayakun. Takbir. Being done, not a joke. Allah Akbar. Who will say Allah Akbar? Allahu Asghar. Allahu Asghar. Flex, der redet schon wieder über dich und über andere auch. Ja, lass ihn. Was soll er machen? Den ist langweilig. Ja, ich lass ihn. Telegram, da kann man mich auch erreichen. My brother, Felix, ich spreche Deutsch. Ich habe studiert in Frankfurt. Ich spreche Deutsch. Brother Babylon, that guy, the Imam called you an idiot. He said you're like in a kindergarten, like you're a child care. They call it idiot. You're an idiot. It's okay, Habibi. Guys, I expose them. We expose them. It's okay. I have 2%. Let me load my phone and come back. I need to load my phone, guys. Ja, geh dein Handy laden und dann streamen wir später weiter. Ja, wir streamen bei dir weiter. Ja, sag mir dann einfach Bescheid, ich mach dann Stream auf, so halbe Stunde oder so. Okay. Guys, okay. Babylon, Milena, Aram, Dois, and stay strong. Later. God bless you all. God bless you all. God bless you, brothers and sisters. For all the followers and everyone, God bless everyone and follow alle Folgen. Liebe geht raus, bis später. Alle, meine lieben Freunde. Tschüss, bis später. Bis später.